ihr schaut uns regelmäßig und ihr sagt auch, wir brauchen Meinungsfreiheit, dann brauchen wir eure Unterstützung. Zum Beispiel 1 Euro pro Woche pro Sendung. Das sind 4 Euro im Monat. Das ist so viel wie ein Cappuccino. Damit helft ihr uns, dieses Projekt in die Zukunft zu tragen. Vielen Dank. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute Abend aus Magdeburg. Guten Abend. Hallo. Unser Thema heute, Selbstermächtigung von Ohnmacht und Wirksamkeit. Und ich persönlich würde mir als Ergebnis dieser Sendung wünschen, dass es am Ende heißt, aus der Ohnmacht in die Wirksamkeit. Denn viele Menschen fühlen sich gerade ohnmächtig, sind sich ihrer Stärke nicht bewusst. Und da möchten wir heute Abend aufklären. Ich habe hier heute Abend 4 Menschen an diesem Tisch sitzen, die ihre Wirksamkeit einsetzen zum Schutz des Individuums. Dabei geht es um konstruktive Wirksamkeit, also um Wirksamkeit, die das Fortkommen des Menschen oder dem Gesichtspunkt der menschlichen Würde sichert, nicht um destruktive, die zur Konformität und zur Ohnmacht führt. Zusammengefasst, was ist Wirksamkeit überhaupt? Wie entsteht sie und was kann der Einzelne tun, um in seine Kraft zu kommen? Denn es kommt wie immer auf jeden Einzelnen an. Darüber möchte ich heute Abend mit meinen Gästen sprechen. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier bei uns bei Fair Talk, Sandra Selig. Hallo Sandra. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Noch als Ergänzung, du bist Heilpraktikerin und Unternehmerin. Mhm. Ein herzliches Willkommen ebenso Paul Brandenburg. Hallo Paul. Hallo, grüße dich. Publizist und Arzt, das wollen wir nicht vergessen. Schön, dass wir hier zusammen sitzen und über dieses Thema sprechen. Danke, dass du mich nochmal einlädst. Ja. Und ein herzliches Willkommen, Roman Rea. Hallo Roman. Hi, schön, dass du hier sein kannst. Ja, toll, dass du dabei bist. Zum ersten Mal auch, du bist auch Unternehmer. Ja, unter anderem. Ja, unter anderem. Das war gerade die große Diskussion, was schreibt man hin, aber ich denke, das fasst es jetzt in der aktuellen Situation ganz gut zusammen. Sehr schön. Und Markus Bönnig, König Bönnig. So ist es richtig. So Markus ist es richtig. Bönnig, wie der König. Ja, wie schön, dass wir uns duzen. Markus, guten Abend und herzlich willkommen. Du bist unternehmerischer Aktivist. Herzlich willkommen hier bei uns. Ja. Hallo. Bevor wir näher in das Thema einsteigen, so mal als Einstiegsfrage, Sandra, fühlst du dich in diesen krassen Zeiten manchmal ohnmächtig? Also aktuell, in der jetzigen Zeit, fühle ich mich nicht ohnmächtig. Aber es gab tatsächlich in den letzten 3 Jahren Situationen, in denen ich mich ohnmächtig gefühlt habe. Aber die liegen jetzt schon etwas länger zurück. Das heißt, gab es da bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, irgendwie, also du, wie kommst du dann aus der Ohnmacht raus? Ist das ein Bewusstseinsprozess gewesen? Nee, es war kein Bewusstseinsprozess. Ich habe nur eine Situation erlebt, wie wir vielleicht alle in dieser Zeit, wo ich das Gefühl hatte, mir gehen jetzt langsam die Ideen aus. Also ich kann schon sehr flexibel denken und habe auch schnell neue Ideen und kann mich anpassen an Situationen. Aber es gab tatsächlich Situationen, wo mir dann die Möglichkeiten einfach abhanden gekommen sind und ich so das Gefühl hatte, da zieht sich gerade so eine Schlinge zu. Das gab zum Glück nur sehr wenige Situationen, aber es gab sie. Paul, du wirkst auf mich wie jemand, der Ohnmacht eigentlich gar nicht kennt, oder? Naja, doch schon, auf der beobachtenden Seite dann schon reichlich, auch berufsbedingt. Aber ja, ich glaube, hättest du es geahnt? Woher weißt du das? Ich neige dann doch, glaube ich, eher dazu, so einen Ärger nach außen zu kehren, den ich dann habe. Ja, ja, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem politischen Geschehen. Und gibt es jetzt so im Dezember 23 Wirksamkeiten aus Berlin, die dich noch verwundern? Das ist ein abendfüllendes Thema. Und Berlin, ehrlich gesagt, ist da eigentlich nur die Bühne, auf der es stattfindet. Da darf man sich gar nicht zu viel Gedanken drüber machen, glaube ich, das ist nur noch irre. Ja, ich glaube, in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten ungefähr, habe ich das Gefühl, die Geschwindigkeit nimmt irgendwie täglich zu, die Geschwindigkeit des Irrsinns. Ich erwarte täglich eigentlich außerirdischen Landungen, UFO-Landungen, die live übertragen werden und die uns dann, wo es dann erklärt wird, das sei jetzt der Grund für die Weltregierung und die Unterstellung alle unserer digitalen Assets unter eine Zentralregierung. Die Geschwindigkeit nimmt zu, aber
und das ist, glaube ich, deine Frage gewesen, auch mein Gefühl, dass man sich wirksam dagegen wehren kann, dass es etwas nützt, was dagegen zu tun, weil ich das Gefühl habe, immer mehr Menschen sind dafür auch empfänglich. Es sitzen ja mittlerweile Menschen am Tisch, die früher Kontakt vielleicht Schuld gehabt hätten oder Kontaktschuld Angst gehabt hätten. Und das ist ein Prozess der letzten Monate, glaube ich. Ja? Definitiv. Ja. Roman, hättest du Kontaktschuld Angst gehabt vor einem Jahr noch? Ja, ich denke schon. Das liegt vor allem auch daran, dass die Gesellschaft vielleicht an der Stelle noch nicht so weit war. Jedes Problem, was aufkommt, jede Angst, die entsteht, die ist in den meisten Fällen ja dazu da, auch sich zu schützen. Und das tun Menschen in gewisser Art und Weise dann ganz automatisch, auch durch sowas wie eine Kontaktschuld. Man muss aber lernen, dass jedes Problem immer zwei Seiten hat. Also jede Problematik, die aufkommt, jede Angst hat auch was Positives oder man kann etwas Positives daraus machen. Und was man eben feststellt, ist dadurch, dass die Situation allgemein schlechter wird, ist das Vertrauen erschüttert in Leitmedien, vielleicht auch zum Teil in die derzeitige Regierung. Und was man dadurch eben sieht, ist, dass die Menschen offener werden, auch mal andere Meinungen zuzulassen. Das hilft ungemein und das hilft auch in dieser Form. Dazu kommt natürlich, dass wir in der jetzigen Phase, vielleicht auch, wo wir uns befinden, nicht anders können. Wir sehen einfach, dass der Kurs, den wir jetzt jahrelang gefahren haben, zu Problemen führt. Und ich hätte vor 1,5 Jahren oder so wahrscheinlich auch zu einem Format wie hier noch gar nicht Ja gesagt. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich Bitcoin und ökonomische Bildung zu den Menschen bringen wollte, die für diese Themen noch nicht offen waren und die mir dann eine Kontaktschuld daraus angedichtet hätten. Das heißt, man hätte so eine Kommunikationsbrücke eingerissen dadurch, die man nicht einreißen will. Und ich denke aber auch, dass mein Standing mittlerweile gefestigt genug ist, dass die Menschen auch verstehen, dass ich unabhängig einfach nur Sachverhalte versuche zu erklären und die Bildung zu den Menschen zu bringen. Ja, zumal ich auch immer wieder lachen muss darüber, wenn ich mir überlege, also Kontaktschuld mit uns. Also ich meine, wir sagen von Anfang an, wir sind kein politisches Projekt, nie gewesen. Wir versuchen einfach nur ein Puzzleteil an Informationen zu bringen, ja, damit der Sag das mal im Sondereinsatzkommando. Ja, ja. Das ist ja ganz anders, das ist ganz komisch. Ja, es ist schon klar, aber es ist schon so verrückt. Also es macht auch nochmal diese Absurdität einfach klar. Ja, aber das ist, glaube ich, genau das, was du auch sagst, dass dadurch, dass mittlerweile ja jeder, der kritisch ist, irgendwie zum Nazi, Schwurbler, Antisemiten oder was auch immer gemacht hat, versteht natürlich auch die breite Bevölkerung mittlerweile, was ist denn da los? So viele davon kann es doch nun wirklich nicht geben. Das gucken wir uns mal näher an und dann kommen sie dazu, schauen es sich an und stellen fest, das ist ja krass, das ist ja normal, das ist ja eigentlich genau das, was ich mir wünsche, dass da mal wieder in einem fairen Dialog miteinander geredet werden darf. Ja, aber was du gerade sagst, ist ja auch bezeichnend für die Situation und teilweise leider auch für die politische Landschaft. All diese Begriffe, die du gerade genannt hast, sollen ja abwertend sein und man argumentiert ja auch nicht mehr gegen Meinungen oder gegen Sachverhalte, sondern eben auf Basis einer Annahme, die man über eine Person, einen Personenkreis hat und wertet sie einfach mit einem Begriff ab und sagt, naja, das ist ein Schwurbler, also brauche ich mir gar nicht anhören, was der erzählt und alles, was er sagt, hat auch keine Relevanz. Und das verändert sich so langsam. Es gibt genug Ereignisse in der jüngsten Zeit, die genau das zeigen, dass eben ja diese Meinungen teilweise ja gar nicht so falsch gelegen haben und die den Menschen das auch bewusst machen. Ne? Mhm. Markus, irgendwie in der Ohnmacht gewesen in den letzten Jahren, eher das Gegenteil, oder? Beides. Ich bin Unternehmer und das aus gutem Grund, weil ich eben in eine solche Situation natürlich auch gekommen bin, in der ich mich ohnmächtig gefühlt habe, ich mich gefragt habe, was passiert in diesem Land, warum ist das so übergriffig und wie kann ich darauf reagieren? Wann war das genau? Es ist fast die ganze Zeit über gewesen, so bis Mitte 2020 war ich noch gutgläubig, dass das vielleicht sich wieder beruhigen könnte und verschärfte sich dann. Und das führte bei mir eben dazu, dass ich merkte, ich kann mal einen Tag lang meckern, aber da muss eine Lösung her. Als Unternehmer ist man es gewohnt, ein Problem anzugehen. Und das führt dann einfach dazu, dass man ganz kreativ wird und sich aus der Ohnmacht heraus entwickeln kann. Und das wiederum ist ein wunderbares Gefühl, weil man eben nicht mehr diese Ohnmacht erlebt, sondern in die Selbstmächtigkeit wieder zurückkommt und einfach das Gefühl hat, ich bin wieder ein bisschen Herr des Geschehens, ich bin nicht hilflos ausgeliefert wie so ein Spielball. Mhm. Du hast ja Firmen gegründet wie Test Express, Masern Express, GEZ Beitragsblocker. Also ich weiß jetzt gar nicht, waren das alles Firmen oder sind das Projekte? Aber auch jetzt zum Beispiel bei Test Express, da hat es ja auch einen riesen Gegenwind gegeben. Vielleicht schilderst du einfach mal, was da passiert ist. Ja.
Das war das beste Merkmal dafür, dass wir einen Volltreffer gelandet haben, wenn die Tagesschau gleich innerhalb einer Woche reagiert hat. Die Investigativjournalisten haben sich da die Klinke in die Hand gegeben und die Artikel waren immer vorhersehbar. Das ist was ganz Beklopptes, ganz Verrücktes, das ist bestimmt strafbar und das ist schon ominös und da muss man ganz genau hingucken. Also der sofortige Versuch der persönlichen Vernichtung, das ist ganz klar in allen Projekten der Fall gewesen. Und der zweite Aspekt ist der, dass eben diese ganzen Lösungen entstanden sind, im Grunde als Lösungen für mich selbst zunächst. Ich bin in dieser Situation gewesen und wir haben das ja alle miterlebt, wie wir zu allem Möglichen gegängelt wurden. Und dann habe ich mir einfach ganz praktisch überlegt, ich gucke mir mal die Gesetze an. Das, was da verlangt wird, ist wahnsinnig und absurd. Also reagiere ich mit einer absurden Lösung und das ist im Grunde das Merkmal geworden, einen Spiegel zu entwickeln, der der Absurdität zurückspiegelt. Das ist verrückt und ist aber rechtlich sauber zu machen, sodass es genau das ist, was da im Gesetz stand und dieser Wahnsinn einfach so zurückgeprallt ist. Und das hat uns eine diebische Freude bereitet, als Team einfach wieder kreativ was zu machen und noch eine Lösung und wieder eine Lösung. Und so bin ich am Ende Aktivist geworden, unternehmerischer Aktivist. Ich darf mich jetzt den ganzen Tag über um Lösungen kümmern. Wie kann man diesem übergriffigen Staat die Stirn bieten? Und das macht uns einfach von morgens bis abends Freude. Also ich bin erstaunt, weil ich denke, wer nicht eigentlich eine normale Reaktion gewesen zu sagen, erstmal macht mir das Angst oder hat dir das auch Angst gemacht? Also dieser Gegenwind? Nein, das ist verrückt. Deswegen verrückt, weil ich seit 13 Jahren Unternehmer bin und die ersten 10 Jahre davon im Pharmamarkt war. Ich habe mit Apotheken zu tun gehabt, mit den ganzen bösen Pharmaherstellern, mit Ärztegruppen und so weiter. Und die sind alle sehr klagefreudig. Das heißt, ich habe da schon 10 Jahre Bashing hinter mir gehabt mit Veröffentlichungen, die im Grunde immer ähnlich gelagert waren. Und das hat mir damals nichts ausgemacht. Und wenn man dann so gestellt in so eine Corona-Zeit kommt, dann macht einem das erst recht nichts aus. Mein Medienfachanwalt meinte zu mir, er hat selten Mandanten gehabt, bei denen es egal ist, ob die Berichterstattung negativ oder positiv ist, es nützt total. Und das war dann am Ende der große Fehler derjenigen, die sich da abgearbeitet haben. Sie haben es nur noch bekannter gemacht und je lauter sie drüber geschrien haben, umso mehr haben sie uns geholfen. Nach dem Motto, any promotion is good promotion. Wirklich so, ja. Okay. Roman, dass es diese Sendung hier gibt zum Thema Wirksamkeit, das haben wir dir zu verdanken, weil du hast einen Vortrag gehalten auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Und dieser Vortrag hat bei uns allen für Begeisterung gesorgt, vor allem das Thema Wirksamkeit, wie wird man wirksam? Und ich habe mir diesen Vortrag heute jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut. Und was mich erstaunt hat, das hatte ich beim ersten Mal, als ich es mir angesehen habe, gar nicht so wahrgenommen, dass du am Anfang erzählt hast, eigentlich wolltest du einen ganz anderen Vortrag halten. Du wolltest einen Vortrag halten über BRICS. Ja, und hast dann aber entschieden, du machst nur noch das, was sich richtig anfühlt für dich. Wie lebst du das und warum? Ja, also erstmal vielen Dank. Freue ich mich, dass dieser Vortrag das ausgelöst hat und dass wir deswegen hier heute alle gemeinsam sitzen können. Im Endeffekt ist die ganze Reise irgendwann damit angefangen, dass ich in meiner Berufswelt super engagiert, sehr viel gearbeitet habe und viel, ja, der ungesunden Energie, sag ich mal, an mich angelassen habe, Stress, ungesunde Ernährung und so weiter und sehr krank geworden bin. Und aufgrund dieser schweren Erkrankung irgendwann die Entscheidung getroffen habe, dass sich irgendwas verändern muss. Und es war damals von der Diagnose so schlimm, dass nicht sicher war, ob ich noch 2, 3, 4, 5 Jahre lebe. Und dann fragt man sich natürlich, was macht man mit seiner restlichen Zeit? Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, naja, du machst auf jeden Fall nicht mehr das, wonach du vorher gestrebt hast, erfolgreich zu sein und, weiß nicht, in der Gesellschaft irgendwo anzukommen. Und habe dann eben nur noch nach meinem Gefühl gehandelt und habe dann angefangen, eben diesen Bildungskanal, den ich gemacht habe, zu professionalisieren. In dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nur noch darüber reden. Geld ist jetzt erstmal alles egal. Ich habe noch Rücklagen, ich habe Urlaubszeit. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden. Und mit dem Lernen, was Geld bedeutet, was Ökonomie bedeutet und wie unser Geldsystem heute funktioniert, habe ich immer festgestellt,
dass es uns diese Wirksamkeit raubt und dass es uns auch die Lebensqualität raubt in Form von Inflation oder man sagt dann auch Shrinkflation. Das kennt man, diesen Begriff, wenn zum Beispiel in der Chipstüte plötzlich weniger Inhalt ist zum gleichen Preis. Also das ist auch eine Form von Inflation. Und da auch leider natürlich häufig die Qualität drunter leidet in allen Produkten, Lebensmitteln, die wir konsumieren. Und ich festgestellt habe, dass viele dieser Faktoren der Shrinkflation mich krank gemacht haben. Und die Entscheidung, deswegen nur noch das zu tun, was ich selber gerade für richtig erachte, habe ich da einfach in dem Moment gefällt und die hat sich seitdem für mich immer als das Richtige herausgestellt. Und ich habe festgestellt, dass wir als Menschen unfassbare Kraft haben und dass diese Ohnmacht, diese Kraft nicht ausleben, spüren und nutzen zu können, gerade daher kommt, dass uns stetig die Kaufkraft geklaut wird. Ob es durch Steuern ist oder durch das Schaffen neuer Kreditrahmen, neuer Geldmengen. Es ist am Ende so, wir können nicht mehr handeln. Uns wird die Handlungsfähigkeit genommen, umverteilt auf große Konzerne, umverteilt auf den Staatsapparat. Und am Ende sitzen wir da und fühlen uns ohnmächtig. Und ja, in dieser ganzen Verzweiflung, während wir sehen, dass irgendwie alles kaputt geht, jede gesellschaftliche Beziehung kaputt geht und wir einfach das nicht mehr greifen können und auch nichts mehr machen können, weil selbst wenn ich mich dagegen entscheide, Produkte solcher Konzerne zu kaufen, solche Unternehmen einfach weiterhin machtvoll bleiben, weil im Zweifelsfall einfach Geld gedruckt wird, also meine Kaufkraft umverteilt wird auf diese, sind die Leute an dem Punkt, dass sie zu verzweifelten Mitteln greifen. Und das äußert sich zum Beispiel darin, dass wir sehen, dass Menschen sich an die Straße kleben in ihrer Hilflosigkeit, um irgendwie was zu bewirken oder Selbstbestimmungsgesetze wollen oder andere Formen versuchen, um irgendwie in der Welt wieder gehört und gesehen zu werden. Werbung. Das Volafone 22 für konsequenten Schutz deiner Privatsphäre. Du entscheidest, mit wem du deine Daten teilen willst. Der einzigartige Sicherheitsmodus unterstützt dich dabei. Sei ungebunden und unabhängig von Cloud-Diensten, wenn du es möchtest. Jetzt mehr erfahren über das leistungsstarke Smartphone aus Deutschland auf vola.online. Also das wäre dann eher diese destruktive Wirksamkeit. Absolut. Jetzt aus unserer Perspektive. Absolut. Und das ist ja das, was die Gesellschaft auch nur leider noch mehr an diesen Punkt bringt, weil man schreit am Ende nach totalitären Maßnahmen, nach Gesetzen, die dich vielleicht selber einschränken, aber auch die große Hoffnung mitbringen, auch andere einzuschränken. Und am Ende schränken wir uns alle nur noch ein und machen alles damit kaputt. Und das heißt, diese Hilflosigkeit, die braucht eine Lösung. Und die Lösung gibt es. Die ist auch nicht neu. Das Verständnis dafür ist hartes Geld, aber wir haben eben ein richtig hartes Geld noch nie gehabt und waren auch immer ja in dieser Problematik, sowas überhaupt zu definieren als Gesellschaft. Es gibt heute eine Lösung und deswegen auch diesen positiven Ausblick. Und ich habe für mich einfach erkannt, ich will nicht über negative Dinge sprechen. Ich möchte die Positivität und die Möglichkeiten und den Hoffnungsblick, den wir durch ein hartes Geld haben, für die Zukunft zeigen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so wenig Angst, so wenig Stress und so wenig Unwohlsein gehabt wie aktuell. Und das, obwohl ich ja eigentlich ein schwerkranker Mensch bin. Ich habe mich aber noch nie so gesund und lebendig gefühlt. Und das ist etwas, was immer Gehör finden sollte in so einer Krankenzeit. Schön zu hören. Paul, du bist Publizist und Arzt und hast dich sehr wohl und setzt dich sehr wohl mit den negativen Themen auseinander. Wie filterst du das für dich? Also ich meine, wenn ich deinen Podcast höre, Nacktes Niveau und so, da wird ja Tacheles geredet, da wird ja kein Blatt vor den Mund genommen. Woher holst du da deine Resilienz? Genau daher. Also ich glaube, das was wir gerade geschildert bekamen, so aus meiner Sicht, ist ja eine Form der Selbsttherapie gewesen. Ne? Das ist ja, nichts anderes mache ich auch. Ich bin Publizist aus Notwehr geworden. Ich habe irgendwann mit der Medizin aufgehört, weil es nicht mehr zu ertragen war. Mich hat dieses System auch völlig verrückt gemacht und krank gemacht. Bin dann auch raus, habe ein Buch drüber geschrieben. Und ich glaube, das sind ja exemplarische Fälle, wo eben genau dieses das Betroffensein zu was Positivem führte. Das setzt natürlich die gewissen Ressourcen voraus und eine entsprechende Veranlagung, die einer hat. Das hätte bei dir wahrscheinlich auch genau anders rumlaufen können und dann wäre es keine Erfolgsgeschichte geworden. Also es ist, glaube ich, bei ganz vielen und auch gerade denen, die jetzt zusammengeführt wurden, irgendeine Form der Selbsttherapie gewesen. Ne? Der Unternehmer kehrt ins Unternehmerische. Ich nehme an, du bist Ökonom von Hause aus. Ich weiß es gar nicht. Ich muss jetzt raten. Nicht? Ganz, ganz was anderes? Ich bin immer das, was gerade die Wissenslücke zu stopfen versucht. Also ich lerne diese Dinge in dem Moment, wo ich mir die Fragen stelle und ja. Stelle einfach fest, dass das Selbststudium bei keinem Fachbereich aufhört.
aufhören muss. Und von daher befasst man sich vielleicht mit Physik, mit Ökonomie und allen anderen Dingen. Ich bin ja auch als Arzt jetzt in die Publizistik und Journalistik geraten, ja klar. Aber es ist halt eine Form der Selbstermächtigung. Das ist ja noch das Thema des Abends. Ja. Genau. Es kann aber halt, und das ist für mich dann eine interessante Frage, auch als Arzt, es kann ja aber halt auch genau andersrum laufen. Ne? Welche Faktoren sind es, die dann zum Erfolg führen? Welche sind es, dass der andere vielleicht völlig dran zerbricht? Es gibt auch genug Menschen, guck dir die an, wie viele Kinder reagiert haben auf den Wahnsinn dieses Psychopathen Lauterbach, ja, was der mit denen gemacht hat und was das mit denen dann machte. Der eine kehrt es nach außen, der eine wächst dran, der eine wird stärker und der andere geht dann kaputt. Ja. Aber in all diesen Fällen ist es das Individuum selbst, was seinen Zustand verbessert. Es ist nicht so, dass es jedem Individuum gelingt. Aber wenn, dann ist es in der Regel nicht der Staat, der deinen Zustand verbessert, sondern du selbst. Ja, aber sag das mal einem Kranken. Ne? Also das, ich bin vollkommen bei dir. Ich bin vollkommen bei dir. Aber du bist natürlich, sobald du in der Verlegenheit bist als Therapeut, irgendjemandem, der da am Boden liegt, irgendwie aufzuhelfen, dann hilft das dem nicht weiter, zu sagen, Mensch, du bist selbst schuld. Und du musst selbst die innere Stärke finden. Von Schuld habe ich nicht gesprochen. Aber der Kranke aber ist selbst die einzige Person, die am Ende diesen Zustand wirklich wieder reparieren kann. Also es sind externe Faktoren, die uns natürlich in schlechte Lebenslagen bringen. Und es sind natürlich auch manchmal Hilfestellungen notwendig. Das sage ich nicht, dass es nicht so ist. Ich bin aber überzeugt, dass jemand, der extrem depressiv ist und sehr destruktiv denkt, es nicht schaffen wird, gesund zu werden, wenn er nicht die Hoffnung auf eine Besserung in sich versucht, immer wieder umzusetzen. Alles richtig, aber du hast den Luxus, dich auf dich zu beziehen und dich nicht mit denen zu beschäftigen, bei denen es nicht klappt, bei denen es anders läuft. In unserem Job sieht es anders aus. Da müssen wir bei denen bleiben, bei denen das nicht so gut läuft und müssen denen irgendwie einen Weg rausfinden. Du hast ja völlig recht, ich will das gar nicht kritisieren. Aber das Gute an der Zeit ist, dass solche Leute zusammenfinden, dass das vielleicht auch anderen Kraft gibt. Warum hören sich die Leute das an? Ne? Warum gucken sich die Menschen plötzlich eine Sendung an von Menschen, die sich das selbst beigebracht haben? Warum lassen die sich von dir Bitcoin erklären? Warum lassen die sich von mir Woche für Woche erzählen, was in den Nachrichten steht. Ja. Könnten sie auch anders haben. Das ist das Tolle daran. Aber ja, am Ende ist immer wieder die alte Frage, würdest du diese Corona-Zeit zurückdrehen? Also ich frage mich das oft. Ne? Oder war das eigentlich eine positive Nummer? Unterm Strich war es für mich was Tolles. Ich würde sie nicht mal mehr zurückdrehen. Stell dir das vor. Ja? So furchtbar das ist. Ich würde gern Lauterbach einlochen, den Schlüssel wegwerfen. Ich würde gern Herrn Jens Spahn mit da reinpacken. Ja, ich würde die alle... Ja. Und na klar würde ich das sofort zurückdrehen, weil ich an die ganzen kleinen Kinder denke. Noch heute kann ich schreien, wenn ich die sehe, ja, irgendwie Dreijährige mit Masken. Dann würde ich. Aber für mich, ehrlich gesagt, ich sitze jetzt hier, mir geht's gut. Und mich war das unterm Strich nicht mal finanziell, aber es war persönlich eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich will sie nicht missen. Und das ist schon pervers irgendwie, oder? Na, das ist die Frage. Ist das? Ja. Ja. Entschuldigung. Also das. Ich denke, dass das überhaupt nicht pervers ist, sondern dass die Verrücktheit die ist, dass alles in unserem Kopf beginnt und von uns bewertet wird, wie die Situation ist. Ich finde das so spannend, wie zwei Menschen zur selben Zeit leben können und die Situation vollkommen anders erleben. Ich habe das erlebt mit einer Tante, die irgendwann erzählte, wie sie die Großfamilie erlebt hat. Die eine hat das als Katastrophe erlebt, die anderen fanden das großartig. Die haben sozusagen dieselbe Familie, dieselbe Zeit erlebt und unterschiedlich wahrgenommen. Und in der Corona-Zeit ist es so, dass uns natürlich unfassbare Dinge zugemutet wurden, die selbst so hartgesottenen Optimisten wie mir hart zusetzen. Aber am Ende des Tages ist es die Frage, wie interpretiere ich das und wie gehe ich damit um? Bin ich jetzt das Opfer und warte nur noch ab? Oder sage ich mir, jetzt habt ihr es übertrieben, jetzt habt ihr mich wirklich wild gemacht, jetzt gibt's richtig einen auf die Mütze. Und das heißt, das liegt an mir, wie ich darauf reagiere. Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich ein Kind bin, was naturgemäß erstmal noch an den Eltern hängt und nicht so viel selber machen kann. Darum ist das ja so, dass wir als Eltern diese enorme Verpflichtung haben. Und darum ist das diese Riesenkatastrophe, dass dieser Kompass bei den Eltern in so großem Ausmaß versagt hat, sich schützend vor ihre Kinder zu stellen. Das hat es bewusst gemacht, ja. Das ist ein echtes Versagen, denjenigen zu helfen, die sich noch nicht helfen können. Und selbst die waren unglaublich kreativ. Und das ist vielleicht das, was ich mal wieder lernen durfte in der Corona-Zeit. Was sind wir Menschen, kreative Wesen? Und was haben wir für Lücken gefunden? Jeder für sich. Irgendwelche Hinterhöfe, Kneipen, wo man sich getroffen hat. Und plötzlich, ja, das hat's gegeben, nein, ja wirklich. Nein, davon weiß ich nicht. Natürlich. Und wie es das gegeben hat, das hat's überall gegeben. Und man hat dann sich getroffen, konspirativ, und Dinge gemacht und möglich gemacht.
Also ich kann nur sagen, ich war begeistert, je mehr davon dann bekannt wurde. Ich möchte gerne einmal Sandra reinholen und auch von dir noch wissen, so die Zeit eher Fluch oder Segen in der Nachbetrachtung? Jetzt, weil alle dazu was gesagt haben. Also für mich persönlich war es Segen, absolut. Also weil ich von meiner Konstitution generell schon so auf die Welt gekommen bin, dass ich gerne einfach dagegen bin. Und da gab es dann endlich auch mal so richtig eine Front, wo man dagegen sein konnte. Ja? Also schwarzes Schaf. Genau, also gerne ne, wenn alle in die eine Richtung rennen, war ich eigentlich schon immer gerne dabei, in die andere Richtung zu rennen. Von daher für mich persönlich total gut. Aber wo wir das Thema Kinder gerade hatten, in meiner Praxis bin ich ja primär mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Also das ist mein Spezialauftrag sozusagen. Also vor Corona habe ich mich vor allen Dingen um die verhaltensauffälligen Kinder gerne gekümmert. Ich nenne sie auch gerne die unangepassten Kinder. Deshalb hat mich das genau nicht überrascht, dass die Eltern das mitgemacht haben, weil ich schon lange vorher erkannt habe, dass es viele Eltern gibt, die einfach diese Kraft in sich nicht mehr tragen. Speziell dann die Mütter bei mir in der Praxis, weil die sind nun mal meistens mit den Kindern da, selten die Väter. Und da durfte ich schon erkennen, dass den Müttern einfach die Kompetenz oder das Potenzial fehlt, sich tatsächlich in Situationen, in denen ihr Kind nicht in den Rahmen passt, vor ihr Kind oder hinter ihr Kind zu stellen. Mhm. Und meine Hauptaufgabe war dann, also die Mütter sind zu mir gekommen und hatten den Wunsch, mach doch mein Kind so, dass es passt. Und letztendlich haben wir dann relativ schnell geklärt, dass es eigentlich darum geht, dass wir jetzt der Mutter die Kompetenz einfach geben, das Kind eben zu stützen, zu unterstützen. Und dann hat sich dieses Bild eben sehr schnell gewandelt. Also dann, wenn die Mutter erkannt hat, was eigentlich ihre Bestimmung ist, dann konnte sich das Bild wirklich innerhalb weniger Minuten sogar schon wandeln. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber es gab tatsächlich Termine, da ist die Mutter mit ihrem Kind ein einziges Mal zu mir gekommen und die waren vorher bei zig anderen Therapeuten. Weil nämlich eins passiert, wir haben einen sehr engen Verhaltenskorridor schon immer gehabt, was das Thema Kinder und Jugendliche angeht. Und sobald ein Kind oder Jugendlicher da aus diesem Korridor rausgerutscht ist, sind sofort alle auf dieses Kind gegangen. Das heißt, immer wenn was in der Klasse oder in der Gruppe passiert ist, war immer genau dieses Kind schuld. Und das wurde dann relativ schnell versucht, eben dieses Kind eben von einer Schule in die nächste, von einem Therapeut zum nächsten und so weiter und so fort. Und es war natürlich niemals besser für das Kind. Es hat in den seltensten Fällen so funktioniert. Und was wir dann gemacht haben in der Praxis, oder was ich gemacht habe mit der Mutter, ist einfach erstmal wieder zu schauen, wo ist denn eigentlich das Potenzial von deinem Kind? Wo ist dann das Besondere in deinem Kind? Weil gerade diese Kinder, die es schaffen, sich gegen dieses System aufzulehnen, sind ja die ganz besonderen Kinder. Und schon lange vor Corona war das eines der ersten Sachen, die ich zu den Eltern gesagt habe. Wir brauchen unbedingt Kinder, die Nein sagen. Jedes Kind, was in der Lage ist, sich diesem System, diesem Schulsystem zu widersetzen, ist wichtig, weil es steht eben für viele andere Kinder, die sich eben nicht mehr trauen, Nein zu sagen, die sich angepasst haben und die eben still sind und die sich eben nicht mehr wehren. Und was alleine in diesem Gespräch passiert ist, ist eigentlich, also ich sage manchmal dazu, dass es magisch ist, weil es ist Folgendes passiert. Die Mutter hat sich wieder erlauben dürfen, ihr Kind zu lieben. Weil vorher ist ja der Mutter immer gespiegelt worden, du machst es nicht richtig, dein Kind ist nicht richtig, was ist bei euch los? Das hat zu Problemen in der Beziehung, in der Familie geführt, Probleme mit den Geschwistern. Man hat sich immer gewünscht, das Kind wäre anders. Das Kind hört es natürlich auch sehr oft, dass es nicht richtig ist. Ach Mensch, mach doch mal, und warum bist du nicht so wie du? Ja? Und in diesem Moment war der Mutter klar, okay, mein Kind ist was Besonderes und ich kann ganz besonders stolz sein auf mein Kind. Und alleine diese Haltung, die sich dann verändert, die führte zu einer Heilung im Prinzip des Familiensystems, aber auch des Kindes. Natürlich gilt es dann auch darum, soziales Umfeld zu stärken, vielleicht dann doch eine andere Schule zu suchen, wo ein bisschen mehr auf das Potenzial des Kindes eingegangen sind und so weiter. Aber deswegen hat mich diese Eltern, die sich eben nicht vor ihre Kinder gestellt haben, das hat mich nicht gewundert. Ich hatte leider den naiven Glauben, dass ich das, was in meiner Praxis passiert ist, auf kollektiver Ebene hinbekomme. Also habe dann Veranstaltungen organisiert, extra für Frauen. Ja, ich auch, genau. Habe Veranstaltungen für Frauen organisiert, habe den multikulturellen Frauenmarsch zum Beispiel im Februar, glaube ich, 21 war das, organisiert. Und wollte eben
in der Masse die Frauen einfach aufwecken. Ich musste dann halt leider feststellen, dass es so nicht funktioniert. Aber das war im Prinzip mein Antrieb, die ganze Corona-Zeit, dass ich mich eben für die Kinder und für die Jugendlichen stark mache. Mhm. Roman, dieses Thema Wirksamkeit, damit das auch noch mal all die verstehen, die den Vortrag noch nicht gesehen haben, den ich sehr empfehlen kann, den man ja bei YouTube auch auf deinem Kanal Blocktrainer sich noch anschauen kann. Aber dennoch mal, also zusammengefasst, dieses Wirksamkeit ist jetzt für mich oder war für mich bisher mal positiv belegt, was mir neu war. Und das habe ich in deinem Vortrag erfahren, dass zum Beispiel Mobbing auch nichts anderes ist als Wirksamkeit erzeugen. Korrekt. Wenn Kinder auf die Welt kommen, versuchen sie irgendwie Wirksamkeit zu erfahren. Ganz kleine Kinder machen das, indem sie einfach schreien. Die stellen fest, ich schreie, ich kriege Essen, ich schreie, mir wird warm gemacht. Ich schreie, ich werde geschunkelt. Und das heißt, in dem Moment lerne ich erstmal, ich bin wirksam, wenn ich schreie, dann passiert irgendwas. Und dann werden wir älter, wir lernen, dass wir ganz gezielt Worte sagen können, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ich habe Hunger, ich brauche Zuneigung, Nähe, nimm mich mal in den Arm. Das Ganze macht es effektiver und effizienter am Ende. Und dann lernen wir irgendwann auch, zum Beispiel in der Schule, dass wenn wir einen Schüler hänseln, dass der anfängt zu weinen. Und ich lerne auf einmal, dass ich diesen Knopf immer wieder drücken kann. Und immer wieder, wenn ich sage, hey, du bist aber ein ganz schön doofer Junge, fängt er wieder an zu weinen. Deswegen mobben und hänseln Kinder auch immer die gleichen Schüler, weil dieses Prinzip der Wirksamkeit einfach super funktioniert. Ich kann immer auf den gleichen wieder draufhauen, weil der Effekt reproduzierbar ist. Ich kontrolliere ein bisschen meine Welt, weil ich weiß, dass ich irgendwo Kontrolle ausführen kann, ausüben kann. Und das Verhalten ist schrecklich, keine Frage. Das ist ein grausames Verhalten, ist aber ein ganz natürliches Verhalten und der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit, den jeder von uns in sich hat und der Wunsch eben wirksam zu sein. Und wir lernen, wenn wir älter werden, einfach, dass wir Mechanismen haben, die in Kooperation funktionieren, die noch wirksamer sind, wo wir nicht andere hänseln müssen, um Wirksamkeit zu erfahren, sondern zum Beispiel, indem wir feststellen, boah, da ist jemand, der hat irgendwie ein Gefährt und das fährt nicht, dem fehlt was Rundes da dran. Ich baue dem Autoreifen, vor allem bin ich wirksam, ich schaffe es, dass irgendwer mit mir in Interaktion tritt und ich bekomme in dem Moment eine Gegenleistung, Geld und damit kann ich auch wieder in der Gesellschaft wirksam sein. Das heißt, ich baue auf einmal ein soziales Netzwerk, ein Netzwerk der wirtschaftlichen Beziehung auf, die in Kooperationen immer effektiver funktionieren, wenn wir uns auf die rüberhauen. Und das ist auch schon immer so gewesen, auch schon lange, bevor wir Staaten gebildet haben. Sobald sich eine Gesellschaft ergibt, ergibt sich auch ein Rechtssystem. Das Common Law ist damals so entstanden. Und wir haben zum Beispiel dieses Rechtssystem einfach nur in unsere Gesetze gepresst und suggerieren, dass es ohne Staat kein Recht gäbe. Das stimmt aber nicht, weil ohne diese Gesellschaften wäre auch nie ein Staat entstanden. Und das Spannende ist aber, dass eben für uns die Form der Wirksamkeit immer dann effektiv wird, wenn wir in Kooperation leben und uns diese Möglichkeit aber genommen wird, wenn wir die Kontrolle über das Geld eigentlich gar nicht mehr haben. Und wir verlieren dieses Gefühl und wir verlieren auch die Notwendigkeit der Kooperation, weil es das nicht mehr ist, was uns am Ende als Gesellschaft zusammenwachsen lässt. Ich würde dennoch mal, das, um das noch deutlicher zu verstehen, also wenn Kinder sich mobben oder Kinder andere Kinder mobben, dann ist das gar nicht, weil das Kind unbedingt was Böses tut, sondern weil es da wirksam ist. Genau, Kinder, Menschen werden nicht als grausame Wesen geboren, sondern Kinder bringen ein Verhalten an den Tag, um gewisse Ziele, Bedürfnisse zu erfüllen. Und manchmal ist das Verhalten grausam, keine Frage, liegt aber häufig eben daran, dass keine besseren Mechanismen oder schlauere Mechanismen gelehrt wurden und erfahren wurden. Und kann sich entwickeln im Laufe der Zeit, kann aber auch so bleiben. Und dann manifestiert sich das unter Umständen auch in wirklich schrecklichen Gesellschaftsformen. Auch das sehen wir immer wieder. Das könnte dann ja irgendwie eins zu eins also auf die Politik übertragbar sein, oder? Paul, war dir das klar? Ja, so ein bisschen muss man ja auch studieren, um arbeiten zu dürfen. Also ja, ich denke, das war mir schon klar und es stimmt ja auch alles und das ist letztlich das Prinzip der Verhaltenstherapie auch, was dahinter steht oder der therapeutischen Ansatzes, was psychologische Therapie angeht. Aber leider gibt es eben doch einen gewissen Prozentsatz einfach böser Menschen. Das ist leider auch eine relativ statistisch sichere Tatsache und ich kann es dir auch medizinisch bestätigen. Vor meiner Geisteskrankheit zum Beispiel. Ja, das Pathologisieren ist immer eine Frage, ist immer ein Mechanismus, um jemanden der Schuld zu entrücken. Nein, also es ist nicht alles, oder das lasse ich zu, wenn du die Schuldfähigkeit dabei erhalten lässt. Es gibt eben Menschen, die haben Freude daran, die empfinden Lust darin, irgendetwas etwas Gemeines zu tun. Die brauchen auch das Gefühl, der andere leidet darunter. Ja, das ist gerade das, was sie antreibt. Und das ist etwas, das ist das Böse an sich. Das gibt es schon. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig prädominant ist. Ich glaube auch nicht, dass das die maßgebliche Kraft für die meisten ist. Ich glaube, die allermeisten
meisten Menschen sind da sehr viel rationaler und sind bereit zu kooperieren. Die kannst du auch durch positive Verstärkung irgendwo hinbringen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich einen gewissen Prozentsatz, den erreicht man damit nicht. Und ich glaube auch, dass der durch eine Negativselektion momentan bei uns in der Regierung sitzt. Ja. Da würde ich aber tatsächlich in der Form trotzdem nochmal hinterfragen wollen, kann das nicht sein, dass trotzdem dieses böswillige Verhalten ein erlerntes Verhalten ist, weil man damit seine Ziele bisher erreichen konnte? Kann es. Vielleicht gibt es ja einfach effektivere Methoden, seine Ziele sogar noch viel besser zu erreichen und auch dieses Gefühl von Wirksamkeit in sich besser zu erzeugen, dass es aber diesen Menschen einfach in der jeweiligen Bildung fehlt oder den jeweiligen Mechanismen fehlt. Jeder Mensch baut sich ja eine Art Überlebensstrategie und versucht ja irgendwie durch das Leben zu kommen. Und wenn ich halt lerne, dass ich durch den Diebstahl bisher gut gefahren bin und keine negativen Effekte dadurch verspüre, weil ich kann jemanden bestehlen, aber komme nicht ins Gefängnis oder so. Antisozial Persönlichkeitsgestörte nicht. Genau, aber dann sprechen wir eben unter Umständen von einer psychischen Erkrankung. Ja, ist so, Entschuldigung. Ja. Was ich in der ganzen Zeit erleben durfte, ist, dass es am Ende egal war für mich, ob die Menschen aus Boshaftigkeit gehandelt haben, aus Dummheit oder Vorsatz oder was auch immer da ihre Gründe waren. Ich habe für mich einfach mitnehmen dürfen, ich muss mit der Situation erstmal umgehen. Es ist völlig unerheblich, was die anderen dahin getrieben hat. Und ich kann jetzt bei mir entscheiden, was ich damit mache. Und deswegen habe ich mir dann nicht so viele Gedanken gemacht, jetzt bei anderen irgendwas zu interpretieren und ob die Regierung jetzt gestört ist oder bösartig oder gesteuert oder wer weiß was alles. Ist gar kein Thema für mich. Ich sehe einfach nur, so wie sie es machen, passt es mir nicht. Und jetzt kann ich mir praktisch überlegen, was habe ich für Möglichkeiten. Und das ist genau der Punkt. Ich gucke schlicht bei mir, was ich tun kann. Genauso wie ich auch in meiner Beziehung mit meiner Frau mir nicht die großen Gedanken machen muss, was meine Frau alles ändern könnte, sondern das durfte ich nach 27 Jahren lernen. Guck einfach mal bei dir hin und das ist ein ganz vernünftiger Weg, um da Dinge zu verändern. Es scheint ja zu funktionieren, wenn 27 Jahre läuft. Ja, und letztlich ist es ja auch das, was dann letztendlich Selbstwirksamkeit ist. Aber um vielleicht nochmal Hans-Joachim Marz mit in die Runde zu holen, er redet ja von Gefühlsstau. Ja. Und das würde ich eben sagen bei den bösartigen Menschen, dass einfach der Gefühlsstau einfach so extrem groß ist. Also diese Nicht-Anerkennung, dass sein eigenes Leben zu leben, seine eigenen Potenziale zu leben, verbunden vielleicht noch mit dem ein oder anderen Entwicklungstrauma, macht, kann das durchaus einen Menschen böse machen. Ich würde nicht sagen, dass es von Grund auf, von Geburt an einfach böse Menschen gibt. Das glaube ich einfach. Das möchte ich einfach auch nicht glauben. Ich glaube einfach, dass wir schon alle... Du möchtest nicht, das ist der Punkt. Ja. Du möchtest nicht. Ich möchte das nicht, genau, ich möchte das nicht glauben. Ich möchte auch einiges nicht. Und habe das auch nicht so erlebt. Also mir wurden ja sehr häufig angeblich sehr, sehr böse Kinder vorgestellt und durfte dann relativ schnell erkennen, dass diese Kinder gar nicht böse sind, sondern dass einfach das Umfeld, in dem sie groß geworden sind, nicht gut zu ihnen war. Deswegen habe ich das so noch nicht erleben können und deshalb glaube ich das auch noch nicht, dass es so ist. Also ich glaube schon, dass wir alle als liebevolle Wesen auf diese Welt kommen. Dazu eine ganz interessante Ergänzung. Ich bin ja Vertriebsmensch seit vielen Jahren und habe das erleben dürfen, wenn mir Kunden übergeben wurden. Dann hat man mir oft gesagt, oh, das ist ein ganz komplizierter Kunde und der ist also wirklich schwierig, da musst du aufpassen bei dem. Und dann geht man dahin als anderer Mensch und erlebt lauter wunderbare, nette Leute und fragt sich, was hat er da eigentlich erlebt? Also das durfte ich lernen und das ist, glaube ich, mit den Kindern auch so. Ja, das ist ein ganz übler, der stört immer und so weiter. Hey, weißt du eigentlich, wie cool der drauf ist? Der langweilt sich hier tot und hätte so viele gute Ideen und ihr erzählt ihm irgendeinen Quatsch und der fragt die ganze Zeit zu Hause, wofür lerne ich diesen Unsinn? Und ganz ehrlich, es ist eine Menge Unsinn dabei. Und ich frage mich wirklich, zu was einen das befähigen soll, irgendwelchen Quatsch einfach wieder zu coinen. Das ist nicht immer einfach zu erklären. Und bei meinen Kindern sehe ich selber, die mich das fragen, wenn sie saugute Argumente haben. Und dann fällt es einem schon schwer, trotzdem das durchzuziehen. Aber das musst du halt trotzdem irgendwie da so. Muss man aber nicht. Das kann ich vielleicht schon so mal Eltern mitgeben. Also meine Kinder haben immer gehört, dass sie jederzeit, wir finden jederzeit andere Wege, wenn sie keine Lust mehr haben auf Schule. Sie haben sich beide selber dafür, für den Weg entschieden. Also sie wollten beide selber das so machen, also mein Großteil ist mittlerweile bis zum Studium. Aber tatsächlich haben die Kinder einen eigenen Antrieb. Ja. Und dem kann man total vertrauen. Ja. Markus, was du gerade gesagt hast, fand ich spannend. Dem würde ich nämlich zustimmen. Wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität.
Und ganz viele Menschen sind leider in dieser Ohnmacht angekommen, in der sie das Gefühl haben, ihre eigene Realität nicht mehr definieren zu können. Mhm. Und da bin ich mir auch sicher, durch die externen Faktoren, das ist heute unfassbar schwer geworden, schwerer als jemals zuvor, zumindest der letzten 50 Jahre. Und für uns Menschen ist genau das das große Problem, dass wir aus dieser Ohnmacht heraus zu ganz schlimmen Maßnahmen teilweise greifen und den Zustand noch schlimmer machen. Und vor allem hoffen wir die ganze Zeit, dass irgendwer kommt und den Zustand wieder besser macht. Mhm. Genau. Ja, als ich, ganz kurz, als ich so krank geworden bin und ich habe mehrere so heftige Autoimmunerkrankungen mit Vorschädigungen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm, alles katastrophal entzündet gewesen. Ich habe ein Jahr lang hochdosiert Cortison nehmen müssen. Mhm. Und es hieß nie wieder Kraftsport, für immer Medikamente. Ich bin heute medikamentenfrei. Mhm. Ich habe fast gar keine Rheumaschübe mehr. Es ist wirklich unglaublich, wie dieser Zustand sich gewandelt hat. Mhm. Und das einfach, weil ich ihn auch nicht akzeptieren wollte, weil ich so hart daran gearbeitet habe und geschaut habe, woran liegt das. Und am Ende ist es so, wir sind als Individuen so gehemmt in der Möglichkeit, in der Möglichkeit, zu uns zu entfalten und selber tätig zu werden, dass wir leider eben diesen Blick auch manchmal auf die Dinge vielleicht so krass sehen und immer wieder hoffen, irgendwer kommt und schenkt mir die Gesundheit. Und irgendwer kommt und sagt, dir geht's finanziell nicht gut, ich schenke dir Geld. Und irgendwer kommt und sagt, du hast keine Macht mehr, ich schenke dir Macht. Das wird nicht passieren. Und das wird auch nicht passieren. Und davon bin ich auch überzeugt, indem wir eine andere politische Ideologie wählen, als die, die wir gerade an der Regierung haben. Weil am Ende ist die Politik ein Teil der Verursacher dieser Problematik. Und solange die Politik ein Geld verwendet, welchem wir vertrauen müssen, kann die Politik machen, was sie will. Wir wählen also nur jemand anderen, der uns in unserer Kaufkraft enteignet und damit hoffentlich schlau handelt. Aber seit wann kann ein zentrales Organ die ganzen Informationen eines freien Marktes erfassen und sich finanziell richtig entscheiden? Das heißt, das Beste, was wir wählen können, ist jemand, der vielleicht ein bisschen ineffizienter unsere Lebenszeit, unsere Kaufkraft verbrät als die jetzige Regierung. Aber eigentlich wird die ganze Zeit nur der Wert umverteilt, den wir als Individuen jeden Tag schaffen. Unsere Ideen werden umverteilt, unsere Kaufkraft, unsere gesparte Sicherheit wird umverteilt, aber nicht am Ende, dass damit etwas geschaffen wird, das eine eigene tolle Idee daraus entsteht. Du hast ja bei all dem Recht, aber hier sitzen, hier stehen sozusagen vier Kirchenchöre und singen sich gegenseitig vor. Ja, das ist, wir predigen ja doch hier eigentlich zur Kanzel, da predigt die Kanzel zu sich selbst. Du hast mit all dem Recht, aber die Realität ist doch, dass ein großer Teil der Menschen Angst hat, angstgetrieben ist, Sicherheit möchte, genau aus diesem System diese Bestätigung von anderen sucht und eben diese, nenn es innere Stärke, nenn es Selbstwirksamkeit, nicht hat. Und wir, die Realität ist, wir kriegen sie da auch nicht hin. Entschuldigung, wir können nicht die Welt mit Jerry Maguires überziehen und alle nun empowern und am Ende sind wir dann alle so selbstwirksam. Die Menschen haben nun mal, das kann man gut oder schlecht sehen und das kann man für Gutes oder für Schlechtes nutzen. Wovon viele, die Menschen denn Angst? Viele Menschen, die haben Angst an sich. Die Angst sucht sich dann den Grund. Eine Angst ist ja irrational. Eine Furcht ist rational. Eine Furcht ist, wenn ein Tiger im Raum ist, dann gehe ich weg, da habe ich Furcht. Angst ist, wenn ich hier sitze und gar nicht weiß, warum ich Angst habe. Angst ist ein wahnsinnig mächtiges Ding mit den Menschen. Sie suchen sich Sicherheit in Struktur. Sie wollen ja eine Regierung. Das ist auch in der Brutalität, ist mir das auch durch Corona klar geworden. Ich saß in einer Diskussion, diskutierte mit einem promovierten Medientheoretiker, der mir erklärte, warum also Corona der Tod und das Ende allen Lebens sei. Und dann guckte er mich an. Er hing immer weiter über seinem Tisch rüber, hört ihr mir zu? Und am Ende blieb nur zu sagen, aber ich will doch meinem Gesundheitsminister vertrauen können. Und dann brach das alles in sich zusammen und ich erkannte, der hat einfach nur Angst. Ne? Der hat einfach nur Angst, dieser hochintelligente, gebildete Mensch will sich an Jens Spahn, der hat Sicherheit aus Jens Spahn gezogen, das muss man sich verstehen. Das muss man sich mal vorstellen können. Irre, ja, das Konzept, wenn man Jens Spahn kennt. So, und da siehst du, wie unglaublich mächtig das auch mit den intelligentesten Leuten ist. Und du kannst eben, ich kann es auch andersrum formulieren, wenige sind so begabt wie du. Das muss ich dann alle harte sagen. Wenige haben dann die Intelligenz, haben die emotionalen Ressourcen und sind so in der Lage, sich von einem Affekt des Augenblicks zu distanzieren. Da kann man sie zu anleiten. Das glaube ich auch nicht. Also ja, ich glaube tatsächlich, das ist der Realität. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch ausreichend Grundintelligenz mitbringt, um ein überlebensfähiges Individuum zu sein, jeder gesunde Mensch. Ja. Das sprechen viele den Menschen ab und genau aus dieser Sichtweise heraus wählen sie Politik und wählen sie ein System, was den Menschen das Leben wieder ermöglichen soll, weil ja angeblich alle zu dumm sind, selber zu überleben. Lass es mich vereinfachen. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich ein ähnliches Menschenbild. Nein, sind sie nicht. Im Gegenteil. Also wir erleben ja in den freien Medien, dass die Menschen sehr viel intelligenter sind, als ihnen das von unserer Politik zugesprochen wird. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt ein ihnen innewohnendes Bedürfnis nach irgendeiner Form von Regierung offensichtlich. Das ist doch das Problem. Nein, das glaube ich nämlich nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass die Regierung diese Notwendigkeit oder den Blick auf diese Notwendigkeit selber schafft. Die Regierung erzeugt Probleme und spricht
springt als Retter in der Not auf. Ja. Und in dem Moment, wo die Probleme sehr komplex werden, der Ursprung der eigentlichen Problematik nicht mehr erkannt wird, ist natürlich die logische Schlussfolgerung, oh Gott, wer baut denn ohne Regierung unsere Straßen? Wer schafft denn ohne Regierung Sicherheit? Wer kümmert sich denn darum, dass wenn mein Haus brennt, wenn nicht die Regierung? Da kommt gar nicht mehr in Frage, dass ein freier Markt durch Konkurrenzdruck, durch Unternehmer am Ende zu höherer Qualität und geringeren Preisen führen kann. Da sieht man am Ende nur noch den Staat als die rettende Instanz, die aber teilweise ja diese Probleme erst selber erzeugt hat. Die Frage ist ja immer... Gehen wir doch mal einen ganzen Moment weg von der ganz großen Ebene und gehen mal zu dem einzelnen Menschen hin. Und da möchte ich etwas ansprechen. Ich würde jetzt gerne noch einen Schritt machen, bitte. Mach es und dann... Ja. Die Angst, die du angesprochen hast, ist nämlich ein essentieller Faktor, der verwendet wird, um die eigenen politischen Ziele durchsetzen zu können. Absolut. In dem Moment, wo ich den Menschen bewusst mache, wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist in 3 Jahren die Erde vorbei, sind die Menschen auf einmal, oh Gott, meine Kinder. Ja, was passiert denn mit denen? Was hinterlasse ich denn hier? Und da ist man auf einmal bereit, jede eigene Überzeugung abzugeben. Sie wollen Sicherheit, genau. Die Sache ist, uns wird verkauft, dass es eine Wahrheit gibt. Die Wahrheit ist aber, dass es gar keine Wahrheit gibt. Ja, sie wollen jetzt Sicherheit. Am Ende gibt es keine Wahrheit. Ist so lustig, du versuchst mich davon zu überzeugen, Es ist für alle. Es ist immer für alle. Es gibt keine Wahrheit. Die Wahrheit ist immer nur ein aktueller Zustand, ein aktueller Kenntnisstand. Und das ist das Beste, was wir wissen. Aber Wahrheit, nach Popper, ist immer nur so lange ein Kenntnisstand, bis er widerlegt ist. Und das finden wir immer wieder heraus. Hast du nicht den Eindruck, dass viele Menschen die Wahrheit gar nicht sehen wollen? Woher entsteht die Notwendigkeit eines Gottes? Woher kommt dieses Bedürfnis, irgendetwas mit Sinn zu stiften? Mich als Atheisten fasziniert das. Ich sehe da immer davor, ich verstehe es ja irgendwo. Ne? Man versucht, die große leere Weite mit irgendetwas Sinnstiftendem zu füllen. Da ist ein Gott ein wunderbares, vielleicht das beste Mittel, was es da geben kann. Viele Menschen haben nun mal Angst, das müssen wir akzeptieren, und wollen das nicht sehen. Jetzt kann man sehr aufklärerisch sein und sagen, Mensch, ich helfe dir, die Augen aufzumachen. Aber meine Erfahrung zumindest, als Mediziner oder als Publizist ist, das bringt wenig, sie zu irgendwas zwingen zu wollen. Wir therapieren nicht die Welt. Wir werden denjenigen, der nicht aufhören möchte zu trinken, nicht dazu bringen, den Alkohol wegzulassen. Wir können den halt nur im Rahmen seiner Möglichkeiten nehmen, ja, und versuchen, mehr Lebensqualität für ihn rauszuholen, für uns alle auch. Also ich halte deinen überaufklärerischen Ansatz, so sehr ich den teile, intellektuell, ja, für dann nicht praxistauglich, weil er einfach an der Emotion scheitert, an dem Bedürfnis, nicht so viel von der Realität mitzukriegen, nach Hause zu kommen, Unterhaltung einzuschalten, sich abzulenken mit irgendeinem Blödsinn. Wir Menschen reden uns 2 Dinge ein, die es nicht gibt. Das eine ist die Angst vor der Zukunft und das andere ist die Sicherheit für die Zukunft. Weil beides ist nicht existent. Sicherheit gibt es nie zu 100%. Und ich kann nie wissen, was in Zukunft passiert. Wetterdaten, wir hatten vorhin ganz kurz das Thema vorhin. Wetterdaten sind nach 3 Tagen zu über 50% nicht mehr valide. Warum? Mit unseren ganzen technischen Möglichkeiten. Wie kann das denn sein, dass wir nicht mal in der Lage sind, 3 Tage Wetterdaten vorherzusagen? Wie sollen wir denn bitte wissen, was in einem Jahr mit dieser Welt passiert? Willst du sagen, dass die Klimaprojektion vielleicht nicht präzise war? Ich möchte auf alles ganz kurz hinaus. Ja, ganz kurz. Ich würde nur sagen, lass uns ein eigenes Format entwickeln, ihr beide. Ja. Also wir könnten hier eine Trennscheibe hinstellen und 2 Talkshows gleichzeitig machen. Nein, ich finde es super. Ich würde nur gerne gleich einmal Markus und Sandra reinholen. Ich schließe das ab. Ich wollte auf gar keinen Fall ein spezielles Ereignis ansprechen, sondern alle Ereignisse. Wir machen uns Angst vor Ereignissen, die in einer Zeit liegen, die wir nicht kontrollieren und wo wir vor allem jetzt nicht proaktiv was gegen machen können. Und den Menschen muss bewusst werden, dass wir jederzeit immer auf Ereignisse reagieren können, wenn sie da sind. Und von daher, ich glaube, dass man den Menschen einfach die Angst nehmen muss. Ich glaube dass sogar, dass ich dich verstanden habe. Ich glaube, sogar unser Publikum hat es verstanden. Ich glaube, das haben ganz viele verstanden. Das Grundprinzip der Psychoanalyse ist das Bewusstmachen eben genau dieses Problems und das Lösen damit. Aber bleibt am Ende, es gibt immer noch genug Menschen, das ist einfach meine Lebenserfahrung, vielleicht bin ich da einfach auch im falschen Teil der Welt groß geworden, die dann sagen, nee, ich will so viel Realität gar nicht haben. Die wollen eben Abstand von der Realität. Ja? Die wollen eben die Matrix. Die wollen eben ihrem Jens Spahn glauben. Das ist aber, Paul, genau der Punkt. Und da sind wir doch aber wieder bei dem, wenn ich Roman richtig verstehe, bevor ich jetzt zu Markus komme, zu sagen, es ist doch immer eine Entscheidung, die du aber treffen kannst. Du kannst doch in und darum geht's doch, weil du eben gerade gesagt hast, irgendwie wir predigen hier. Ich sehe das nicht als Predigen, sondern ich sehe das einfach als ein Angebot zu überdenken, ob es zu dem bisher Gelebten nicht eine Alternative gibt und diese Alternative beginnt mit einer Entscheidung in jedem Lebensbereich. Also korrekt. Das ist die Definition einer Predigt. Ja, okay, wenn wir schon von Predigten reden, dann will ich das vielleicht mal auf einen anderen Punkt bringen. Ich glaube, dass wir Menschen
einfach Angst um unser Leben haben zunächst einmal. Und das ist das kostbare Gut, das wir hier haben. Und wenn das alles ist, was wir haben, dann müssen wir das mit Händen und Füßen verteidigen. Wenn ich ein bisschen mehr habe oder glaube zu haben, dann kann genau dieser Glaube diese große Kraft sein, weil es eben nicht alles an diesem einen Leben hängt und es dann nicht mehr um das nackte Überleben geht. Und diese nackte Überlebenslogik, die durften wir erleben, wo einfach alles darüber gestellt wurde und alles dem unterstellt wurde und völlig vergessen wurde, was Leben eigentlich ist. Leben ist im Altenheim beim Sterbeprozess helfen. Leben ist im Geburtssaal dabei sein. Leben ist Party und feiern und Freunde treffen und Beziehungen eingehen, die auch wieder zerbrechen können. Das alles ist Leben und das ist im Wesentlichen abgeschnitten gewesen. Und das ist deswegen... Das ist deswegen so fürchterlich, weil es den Blick dafür weglenkt, was wirklich zählt. Und da bin ich als Christ einfach der Meinung, dass es mir enorm geholfen hat, bei all diesen Widrigkeiten einfach zu wissen, da gibt es ein viel größeres Thema als mich. Ich bin ein Hauch in der Geschichte. Ich bin bedeutungslos letztlich. Es ist ein Haschen nach Wind, ja? Und wenn man diese Selbstverständlichkeit dann irgendwann mal hat, dann nimmt man sich selbst weniger wichtig. Und gleichzeitig weiß man auch, völlig egal, was die Zukunft bringt, ich werde es irgendwie durchstehen, weil ich getragen werde. Mhm. Und das ist eine Stärkung, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Das hilft einfach enorm, in einer solchen krassen Situation tiefenentspannt sein zu können. Ich gerne einmal sofort, Paul, einmal Sandra, wie kommt man in diese Stärkung? Also ich glaube zunächst einmal, es gibt für mich eigentlich kein Entweder-Oder, sondern es gibt halt einfach Menschen, die können in bestimmten Situationen sehr wohl Selbstwirksamkeit entwickeln und angstfrei sein und in anderen Situationen plötzlich werden sie wieder getriggert und fallen wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Und es gibt ein Hin und Her und mit der Zeit machen sie aber Erfahrungen, dass halt das mit der Selbstwirksamkeit sich doch irgendwie ganz gut anfühlt. Ja? Wenn sie sich dann, wenn sie auch ins Bewusstwerden kommen, wenn sie zum Beispiel so eine Sendung wie hier schauen und dann einfach merken, okay, ja, darum geht's. Gut, ja stimmt, das fühlt sich besser an, habe ich auch schon hin und wieder festgestellt. Dann fängt man an, sich das bewusst zu machen und merkt auch, wenn man wieder in diese Angst fällt, die eigentlich gar nicht existent ist. Und man merkt auch, wenn man das überwunden hat. Also es gibt halt immer wieder so ein Hin und Her. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, wenn wir darüber sprechen, wie können wir uns kollektiv eigentlich entwickeln wieder in diese Selbstwirksamkeit, da müssen wir ganz an den Anfang gehen, nämlich an eine selbstbestimmte Geburt. Nun sind wir hier gerade in so einer schönen Männerrunde, deshalb ist das hier so ein spannendes Frauenthema natürlich irgendwie komisch. Ich hätte dich jetzt als Frau gelesen. Ja, ja. Das könnte jetzt schwierig werden. Ja, genau. Also selbstbestimmte Geburt ist ein Thema, was unbedingt aufs Tableau kommen muss, weil ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich wissen, wie es im Moment in den Kreißsälen Deutschlands abgeht. Das hat halt nichts mehr mit Selbstbestimmung zu tun. Und es kommen Kinder. Was genau passiert da? Naja, also du wirst halt als Frau nicht mehr in deinem selbstbestimmten Geburtsprozess gestärkt. Okay. Also ich möchte das jetzt nicht für alle sagen. Es gibt sicherlich Kreißsäle, die da versuchen, schon andere Wege zu gehen. Aber Paul, du wirst mir vielleicht recht geben, in dem normalen Krankenhaus an sich, in dem normalen Krankenhausalltag ist die Geburt halt eine Entbindungsmaschinerie. Aber das war sie doch schon immer, oder? Also ich meine, ich habe auch drei Kinder und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich da erlebt habe, fühlt sich genauso an, als eben das Wort Entbindungsmaschinerie fiel. Genau, und also das, was ich auch in meiner, also der Geburtsprozess ist ja etwas, was ich gleich am Anfang immer frage, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt? Und ich würde mal sagen, zum allergrößten Teil hört sich das für mich nicht nach Geburt, sondern eher nach Vergewaltigung an, was da passiert. Und wir erleben eben Frauen, die dem komplett ausgeliefert sind, sich dem aber auch ausliefern. Ich wollte gerade sagen, dann ist das Krankenhaus halt einfach auch der falsche Ort. Dann ist der falsche Ort. Man muss dazu aber sagen, dass es halt rechtlich aktuell nicht mehr so wirklich viele sichere Räume gibt für Frauen. Es gibt Geburtshäuser und auch Hebammen, die sich da ganz stark machen, aber die werden extrem reguliert. Das ist vielleicht noch ein anderes Thema, da würde ich jetzt nicht so reingehen. So vielleicht mal als kleinen Impuls würde ich schön finden, mal dieses Thema mal an die Oberfläche zu bringen, weil es ist super wichtig, weil wenn wir über selbstbestimmte Menschen reden, dann müssen wir über selbstbestimmte Geburt reden und über Kinder, die eben
mit einer selbstbestimmten Frau auf die Welt kommen. Weil es da losgeht. Weil es da losgeht und weil halt auch wir Frauen in diesem Geburtsprozess, wenn wir eine selbstbestimmte Geburt haben, eben auch zu einem erwachsenen Menschen, zu einer erwachsenen, starken Mutter werden. Und wenn uns das genommen wird, dann kommen wir eben nicht in die Situation. Dann passiert genau sowas, dass ich einfach zulasse, dass mein Kind halt irgendwie 8 Stunden mit Maske und Jacke und mit einem Teststab in der Nase sitzt und ich nicht in der Lage bin, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist ja auch schon mal widersinnig, das fällt mir gerade so auf, dass ein Kind in einem Krankenhaus zur Welt kommt, also Krankenhaus. Also das ist ja schon auch irgendwie total widersprüchlich. Ja, und das hat auch immer ein Arzt dabei sein muss. Das ist auch so verrückt, ja. Weil im Grunde können wir Frauen auch untereinander einfach gebären. Ich meine, das ist so die logischste... Das ist eigentlich am allerlogischsten, dass wir halt in unserem Sisterhood sozusagen sind mit Frauen, die schon ganz viele Kinder bekommen haben, mit Großmüttern, die dabei sind, die uns unterstützen, die einfach uns tragen durch den Geburtsprozess, die einiges erlebt haben. Und na klar, es ist vielleicht ganz schön, wenn es eine schwierige Geburt ist, wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, auch einen Arzt dazu zu holen. Ja? Ach, danke. wenn wir dann einfach Paul sagen, Paul, jetzt ist deine Zeit, schön, dass Studium du da bist. Studium war nicht ganz umsonst. Genau. Aber im Grunde, ich würde mal sagen, 99% der Geburten würden komplikationsloser ablaufen, als sie es jetzt tun, weil diese vielen Komplikationen entstehen ja nur durch diese menschenunwürdigen Krankenhausgeburten. Ich finde es spannend, der Aspekt, weil ich wäre auf den Aspekt im Zusammenhang mit der Sendung nie gekommen, aber natürlich, klar, da geht's ja los. Die Frage wäre sogar, geht es nicht schon während der Schwangerschaft los? Ja, absolut. Ja. Wenn wir halt genau, wenn genau Buch geführt wird, ne? Wenn wir halt ständig zum Ultraschall müssen, wenn ständig Werte abgenommen werden, wenn ständig uns Angst gemacht wird. Ja, oder wird, auch ne? Die Umstände einfach. Ja. Also, wenn, ja. Ja. Paul? Wir sind jetzt wahnsinnig weit davon weg, weil Markus vorhin so schön den Glauben reingebracht hat. Holst zurück. Ja, ich glaube, das ist genau der interessante Punkt gewesen. Und sollte davor auch nicht despektierlich sein. Ich beneide dich sogar darum, sage ich dir ehrlich. Nur es ist ja, das zeigt doch wunderschön, dass wir es uns eben nicht aussuchen können. Du kannst dir nicht aussuchen, ob du glaubst oder nicht. Du glaubst oder du glaubst nicht. Du kannst dich ja nicht entscheiden, jetzt glaube ich nicht mehr. Ja, ich glaube ja eine Sache oder ich glaube sie halt nicht. Genauso wie ich glaube, dass ich mir nicht aussuchen kann, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Das gibt halt Dinge, die sind da oder sie sind nicht da. Und wir können halt, es gibt Grenzen für das, was wir durch unser rationales Begreifen, durch Analysieren und Entscheiden irgendwie beeinflussen können. Und die sind sehr viel näher und betreffen uns sehr viel stärker, als wir uns das oft eingestehen. Ich glaube, ein Christ versteht das vielleicht eher. Und es ist eben so, sehr man sich das wünscht. Manche Menschen verlieren so einen Glauben, habe ich mir sagen lassen. Dann finden sie ihn vielleicht auch mal wieder. Ja, ich hatte ihn noch nie. Der verändert sich doch aber. Also kann auch sein. Also ich kann nur halt sagen, also bei ich, mir ich, sag, ich halte es nicht für ein Zeichen an Intelligenz an mir, dass ich nicht glaube. Ich glaube, man kann sehr klug sein, sehr dumm sein. In beiden Fällen kann man glauben oder nicht glauben. Na, das heißt, aber man sucht sich nicht aus. Das hast du völlig auf den Punkt gebracht. Das ist ein Geschenk, das sehe ich genauso. Oder ein Fluch, wie du es sehen willst. Du siehst es als Geschenk. Ich sehe es als Geschenk. Ich sehe es als Geschenk und es ist ein Geschenk, ihn zu bekommen. Das ist nichts, was man sich erarbeitet oder erkauft oder irgendwie. Ja. Das ist so. Also ein schönes Beispiel für die Grenze dessen, was wir selber steuern können. Das stimmt. Und dennoch haben wir alle als Menschen diese Sehnsucht, dieses Suchen danach, diese klassischen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, warum sind wir da? Und das kann man natürlich alles wegschieben. Man kann sich mit Arbeit zuhauen, man kann sich mit seinem Leben zuhauen und muss über nichts nachdenken. Das ist sehr angenehm. Und wenn man über nichts nachdenkt, dann ist das genau der Grund, warum man nicht selbstbestimmt lebt. Denn wie oft habe ich das erlebt, dass Menschen denken, ah, ich bin auf diesen Job angewiesen, ich muss hier wirklich korrekt sein. Was für ein Bullshit. Wir haben das doch erlebt im Gesundheitswesen, ja. Wie viele Menschen damit richtig eingenordet wurden, jetzt was anderes zu machen. Endlich raus aus der Mühle, weil sie mal auf die Idee kamen, ich muss da jetzt raus, weil ich geschubst werde. Die wären nie von sich aus da rausgegangen. Und genauso gab es die, die reingeschubst wurden. Aber was wir einfach erleben ist, dass wir Menschen glauben, da ist eine Sicherheit, da ist eine Arbeitsstelle und wenn ich die habe, dann ist alles sicher und wenn die weg ist, ist alles unsicher. Was für ein Unsinn. Ich habe so viele Möglichkeiten als Mensch, mich frei zu entfalten. Genau. Und genau diese Gefängnisse, die wir uns selbst verpassen, dass wir uns sagen, das ist so, ich bin da gezwungen, ich habe die Verpflichtung, ich kann da nicht raus. Was für ein Unsinn. Damit lege ich mir selber die Handschellen an und schmeiß den Schlüssel weg und häng da in meinem Gefängnis und glaube, die Welt nicht verändern zu können. Jeder einzelne Mensch hat was Göttliches in sich, eine Schaffenskraft, eine Selbstbestimmtheit, ein Wille nach Selbstbestimmung. Der kleine Butcher sagt als erstes, selbst machen, alleine machen. Das wollen wir alle. Und das geht uns irgendwann verloren.
Und das müssen wir doch wiederfinden, dass wir irgendwie sehen, ich weiß, was ich möchte. Ich habe einen Kompass, woher auch immer, ob der aus dem Glauben kommt oder aus anderer Richtung. Aber ich habe einen Kompass. Ich habe als Mutter einen Kompass und ich lasse mir das hier jetzt nicht andrehen. Ich lasse mir diese Maske nicht andrehen. Ich lasse mir diese Impfung nicht andrehen, weil ich eins gelernt habe, wenn man mich zu irgendwas nötigen und zwingen muss, dann ist das noch nie für mich gut gewesen. Und so einfach kann man es nicht manchmal machen. Ja. Aber ich glaube, das passiert gerade schon. Also ich habe so das Gefühl, da gibt es schon eine Art kollektives Erwachen. Das kann ich halt schon. Ich mag dieses Wort Erwachen nicht so richtig, aber ich merke schon, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich genau diese Gedanken machen, die genau merken: Okay, das ist irgendwie keine gute Idee gewesen, so lange vielleicht in diesem Job zu verharren. Ich hatte doch eigentlich noch was ganz anderes vorgehabt. Das erlebe ich oft in meiner Praxis, ja, dass dann die Mütter oder die Väter sich über ihr Kind erkennen und dann plötzlich merken: Ah, ich war doch auch mal so eine Wilde. Was ist eigentlich passiert? Und ich hatte eigentlich auch mal andere Ideen. Also bei Kindern wirklich? Kommt oft der Prozess. Aber bist du so optimistisch oder siehst du da eine positive Entwicklung? Ich bin total optimistisch. Okay. Absolut. Siehst also ich kann wirklich. Füll das mal in Flaschen, davon kann ich was brauchen. Nein. Ja, ich kann dir gerne ein bisschen was davon abgeben, weil ich glaube, ich sehe in meinem Umfeld tatsächlich, dass sehr viel passiert. Und ich sehe wirklich Menschen, okay, die wirklich kreativer werden und die auch aus alten Mustern ausbrechen und die in ihrem eigenen Prozess sind. Aber ich bin, glaube ich, da auch sehr gütig. Ich habe letztens ein sehr schönes Interview gehört zum Thema, ich glaube, das war mit irgendeinem Psychiater und der meinte halt dieses scharf sehen, also das, was passiert, aber gütig handeln. Bonelli. Mhm. Bonelli war es. Das fand ich total schön, also einen ganz schönen Satz, sehr scharf sehen und gütig handeln. Und ich glaube, ich bin da sehr gütig, weil ich glaube das an das Gute im Menschen, ja. Also ich glaube einfach, wir haben alle diese Schätze in uns und es braucht gar nicht so viel. Es braucht manchmal nur einen Funken, dass es plötzlich anfängt in mir zu leuchten und dass ich merke, okay, das ist ein Weg, den ich auch gehen kann. Und dazu gehört zum Beispiel diese Selbsterkenntnis zu haben, dass ich der Herr meines eigenen Lebens bin. Und ich brauche gar nicht gucken, was machen die anderen alle oder wie sind die gerade drauf, sondern nur auf mich schauen und mich entwickeln. Das war im Übrigen die interessanteste Erkenntnis mit allen Lösungen, die wir gebaut haben. Ich dachte am Anfang, wir bauen da Testbescheinigungen Tag und Nacht ohne Testzentrum. Wir bauen Impfunfähigkeitsbescheinigungen und Maskenbefreiungen. Und in Wirklichkeit war es was ganz anderes. Es war in Wirklichkeit Mut machen allen Menschen, die auch gegängelt waren und dachten, ich kann nicht anders, ich bin hier gezwungen, ich muss das machen, den Mut zu machen, siehst du mal, da gibt's freche Lösungen, die funktionieren und du musst hier mal gar nichts machen und dann gibt's hier einen Ausweg und da eine Lösung und da gibt's noch was und es ist noch lange nicht alles verloren. Und dieses Mut machen war am Ende meine Aufgabe die ganzen letzten Jahre, egal ob es da um den Beitragsblocker geht, um so einen Zwangsrundfunkbeitrag zu beenden, ob es um eine Masernimpfung geht, wo wir alle Munition liefern, damit Eltern das nicht mehr tun müssen mit Masernimpfblocker, oder ob es all diese Corona-Dinge waren, die wir da gemacht haben. Immer war es dasselbe Thema: Hoffnung geben, Mut machen, wach auf, nicht im Sinne eines Erwachens, sondern im Sinne von, du hast Möglichkeiten, du bist zu nichts gezwungen, such nach einer kreativen Lösung, und die gibt's in rauen Mengen. Deswegen bin ich auch total optimistisch, weil ich hunderttausende Menschen erleben durfte, die genauso ticken, die einfach noch einen kleinen Schubs teilweise brauchten. Aber diesen Widerstandswillen, den fand ich wunderbar. Den haben wir so richtig breit in der Bevölkerung. Da gibt's richtig viel. Wo ist viel. Der denn der Widerstandswillen? Nein, Entschuldigung, also tut mir leid, dass ich da so der Baskel bin jetzt. Aber irgendwie, den Optimismus hätte ich gerne. Also ich hänge auch immer noch geistig daran, wie man aufwacht. Nicht im Sinne des Aufwachens, schon da bin ich dran gescheitert. Aber ja. Nee, meine Erfahrung ist in den letzten 3 Jahre, nee, ich glaube, es klappt nicht. Ich muss wirklich sagen, ich bin so pessimistisch und vielleicht ist das aber auch mein einfachstes Notarztgemüt. Ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade erleben, eine unmittelbare Folge der wirtschaftlichen Not ist. Dass die Renitenz, die langsam entsteht, aus nackter Angst vor der nächsten Gasrechnung entsteht, aus der nackten Angst vor der kriegstreiberischen Politik oder der Sonderschülerin im Amt des Außenministers, ja, und dass das unmittelbare existenzielle Erfahrungen sind, die die Leute dann aufrütteln, aber nicht ein aktiver Prozess des Lernens und daran Wachsens. Also ich hätte gerne den Optimismus. Das ist ein aktiver Prozess des Lernens und Wachsens. Wir denken immer, dass das Leben das beste Leben ist, in dem wir keine Hürden, keine Schwierigkeiten, keine Probleme haben. Dabei sind es genau diese Dinge, die uns scheitern lassen, die uns am Ende lernen lassen, weil wir eben feststellen, dass
ein Verhalten so nicht funktioniert hat. Es ist der Staat, der uns daran hindert, Erfahrungen zu sammeln und uns die Probleme abnehmen möchte, an denen wir sonst alleine wachsen würden. Wir erzeugen den Staat. Das ist logisch, das ist ein Trugschluss. Also das ist ein logischer Fehler gerade. Das stimmt so nicht. Der Staat ist eine Folge unserer Gesellschaft und nicht vom Himmel gefallen. Hast du ja selber vorhin völlig richtig gesagt. Trotz allem bringst du es wunderbar auf den Punkt, dass diese Bemutterung, diese Bevormundung, ja, dieser Staat sozusagen in immer größerem Ausmaß versucht. Man kann ein Geschöpf erschaffen und das kann eine Selbstständigkeit übernehmen. Ja. Und ich glaube, dass wir Menschen in der Form, wie wir die Gesellschaft geführt haben, vor Problemen gestanden haben und der Staat, so wie wir ihn definiert haben, die beste nächste Idee war, diese Probleme zu lösen. Und der Staat ist ein Organ, ein Organismus, wenn man es genau nimmt, wie ein Pilzgeflecht oder so. Und jeder und Organismus... Pilze, die mag ich sehr gern. Aber, ja. Natürlich. Ich mag auch den Staat sehr gern, weil er zeigt, dass er nicht funktioniert. Am Ende ist es so, dass diese ganzen Formen doch nur dafür da sind, Fehler zu machen als Gesellschaft, die katastrophale Auswirkungen haben können, keine Frage, die schlimm sind und die wir am besten nicht hätten, aber an denen wir wachsen können. Jedes Mal, wenn wir als Gesellschaft Fehler machen, lernen wir etwas dazu, hoffentlich in Zukunft diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Manche Fehler müssen wiederholt werden, weil man innerhalb des Fehlerprozesses andere Wege gehen kann. Aber wichtig ist dabei, und das ist das Spannende, erst wenn das Problem wirklich groß ist, verstehen die Menschen, dass sie eine Lösung brauchen. Wenn es die ganze Zeit so einigermaßen okay ist und ich komme damit um die Runden, aber das ist doch das, was ich eingangs sagte. Das ist doch das, was ich eingangs sagte. Ja, aber damit stimmst du mir dann wieder zu, weil du gerade zustimmst. Ich möchte noch einmal zurück auf den Organismus. Ich habe jetzt ganz vergessen, was ich hier zustimmen soll. Also immer mir, im Zweifel einfach nur Ich würde gerne einmal noch mal über den Organismus sprechen. Ja. Denn wir haben die Form des Staates, wie wir ihn definiert haben, damals mit der Demokratie, so geschaffen, weil wir uns davon eine Gewaltenteilung erhofft haben, die Möglichkeit erhofft haben, dass jeder mitbestimmen kann, die Möglichkeit erhofft haben, dass es eben keinen gibt, der irgendwie unsere gesellschaftliche Ordnung in Stücke reißt. Das war die große Hoffnung und das hat viele Jahre auch funktioniert. Aber der Organismus, jeder Organismus, hat eine Zellerneuerung und unter Umständen schleichen sich da Fehler ein. Und das ist immer so. Und irgendwann altern Menschen dadurch, Lebewesen altern und auch Organismen altern dadurch und gehen vielleicht kaputt. Ja. Und wir sehen einfach, dass das, was wir uns gehofft haben, sowas wie eine Gewaltenteilung, vorbei ist. Ja, das heißt, wir haben dieses Konstrukt geschaffen, weil wir damals keine besseren Möglichkeiten hatten. Das sagte ich doch. Ja, aber wir haben neue Möglichkeiten. Wir haben neue Möglichkeiten. Immer. Am Ende funktioniert jede Form in dieser Größenordnung nur mit Zwang. Und der Zwang funktioniert nicht, indem ich rein zum Beispiel auf Steuereinnahmen die Bevölkerung zwinge. Weil im Zweifelsfall geht die Bevölkerung hin und gibt diese Steuern stattdessen, dass sie dem Staat die Steuern gibt, einem Schutzmechanismus, der jetzt auf die Bevölkerung aufpassen soll. Das heißt, wie kann der Staat aber über seine Steuern hinaus Geld bekommen? Ja, und da gibt es nur einen einzigen Mechanismus. Der Staat gibt immer mehr Geld am Ende aus, als er an Steuern einnimmt. So, woher kommt das restliche Geld? Die Kaufkraft wird einfach aus dem Nichts erzeugt. Das ist der Mechanismus, der dem Staat den letzten Hebel gibt. Ja. Den Hebel, der über jeder politischen Entscheidung steht. Ich gehe mal kurz in euren Dialog rein. Es ist so... Frechheit. Ja, mache ich einfach mal. Es ist so, dass dieser Staat meint zu wissen, wie es richtig ist. Und insofern will ich gar kein Staatsbashing machen. Ich finde schon, dass wir einen Staat brauchen und Gesetze und so weiter. Das sind ja alles nicht per se verkehrte Sachen. Was ich verkehrt finde, ist, wenn mir vorgeschrieben wird, wie ich zu sein habe und mir das dann auch noch mit einer Propagandaorganisation wie den Öffentlich-Rechtlichen reingetrichtert wird und ich es dann auch noch bezahlen darf. Ich bin einfach dagegen, dass mir vorgeschrieben wird, wie ich zu leben habe, was ich zu denken und zu sagen und überhaupt zu tun habe. Und genau da hört es dann bei mir auf als freiheitsliebender Mensch. Und genau das ist der Moment, wo ein Staatsgebilde sich dann verselbstständigt hat und eben Blüten treibt, die immer absurder werden und immer höhere Ausgaben nach sich zieht mit all diesen Finanzproblemen, die da sind. Wir erleben das gerade live. Absolut richtig. Und das ist auch alles, ich finde es gut, dass du sagst, dass wir einen Staat brauchen, weil ich glaube schon, dass ein Staat nicht unbedingt in jeder Form immer der Feind sein muss. Überhaupt nicht. Eben, überhaupt nicht. Die Frage ist, wie ist die Grundordnung der Gesellschaft definiert? Wenn wir unsere Lebenszeit, die wir gearbeitet haben, abspeichern in einem Geld, was wiederum dieser Organismus, dieser Staat kontrolliert, dann haben wir ein Problem. Ich glaube schon, wir können faire Politik haben, wenn die Politiker in dieser Form
das Geld der Bevölkerung freiwillig bekommen, weil sie gute Lösungen bauen. In dem Moment, wo sie das Geld erzwingen müssen, haben wir eigentlich das Problem geschaffen. Weil dann gibt es eben keinen Mechanismus der Bevölkerung mehr, sich dagegen zu wehren. Geld ist ja immer nur ein Ausdruck für Macht und Möglichkeiten und so weiter. Wo es mir aber darum geht, ist, wir haben in Deutschland eine Menge Erfahrung mit Ideologien. Und im Übrigen ist auch die Ideologie der Chinesen eine deutsche Erfindung, nur noch mal als Erinnerung, die ist auch in Deutschland quasi erfunden worden. Was jetzt genau? Ja, die kommunistische Grundidee, wir einen gehörigen Anteil daran. Also wenn man sich mal anguckt, was in Deutschland so an Ideologieunsinn getrieben wurde in den letzten 100 Jahren, ich glaube, da haben wir jetzt genug für lange Zeit. Und wir sind jetzt gerade in der grünen Ideologiewelle angekommen, die sozusagen wieder versucht, den Menschen an eine Wirklichkeit anzupassen. Und dann merkt man plötzlich, dass all diese Ideologien eben versuchen, etwas zu verbiegen, was es schlicht nicht gibt. Der Mensch ist, wie er ist. Und es ist sehr schwer, sich den sozialistischen Menschen da zu erschaffen oder den grünen idealistischen und so weiter. Eben, aber auch den selbstverwirklichen. Letztlich, was du da predigst, ist nichts anderes als Marxismus und die Befreiung des Menschen aus seiner sagen, wirtschaftlich bedingten Unmündigkeit, wo man ihm nur die Angst nehmen kann. Ich glaube, es geht eben an der Realität vorbei. Und ich glaube, was sich dir nicht erschließt, und das liegt in der Natur der Sache, dass du ein extrem intelligenter Mensch bist, der sich wahrscheinlich den Luxus auch erarbeitet hat, zu Recht, dass er da entfernt von ist. Es wohnt doch einigen Menschen das Bedürfnis, inne beherrscht zu werden. Und ich fürchte doch. Also da sind wir aber wieder bei der Diskussion, ist das ein Grundbedürfnis? Gerade in Deutschland. Oder nicht? Oder das ist genauso wie, kommen alle Menschen gut zur Welt oder gibt es auch welche, die schlecht zur Welt kommen? Also das ist so eine wirkliche Grundsatzfrage. Ja, ist es. Und das war alles, was du dort sagst. Ich stimme dem vollkommen zu. Du könntest nicht mehr recht haben. Aber wir erleben doch, und zumindest ist es eine Henne-Ei-Diskussion, wir erleben doch, dass wir diesen Staat zulassen. Warum lassen wir diesen Staat zu? Warum eine absurde Existenz wie Olaf, Frage. Ich kann mich nicht erinnern, Frage. Was wieso wir tun? Ist der was Kanzler? Sollen wir tun? Wenn nicht gehorchen. Nicht, es könnte sofort genau. vorbei was sein. Was macht sofort. Der Staat in dem Moment, wenn du nicht gehorchst? Das kann ich dir zeigen, da habe ich Fotos von. Ja, komm schon. Sag's mir. Der kommt zu mir nach Hause. Ja. Ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Was passiert in dem Moment, wo man sich gegen das Organ wehrt? Das Organ schickt die Schutzmänner. Ja, ja. Wie werden die bezahlt? Ja, du, nochmal. Nein, wie werden die bezahlt? Es ist richtig. Also es ist nochmal deutlich. Der Staat bezahlt seine Schutzmänner mit deiner Kaufkraft. Du kämpfst gegen deinen eigenen Geldbeutel. Ja, nochmal. Ja. Ja. Und das ist wichtig. Hier wurde vorhin das Thema Geld so beiseite geschoben. Hast du eine Ahnung, wo ich meine Steuern zahle? Also Geld ist für viele Menschen ein abstrakter Begriff. Wenn man sie fragt, was ist Geld? Dann sagen die, ja, das kriege ich für meinen Job. Und das kann ich dann ausgeben, kann ich ein Brötchen von holen, ist alles richtig. Wenn ich die Menschen frage, was ist Zeit? Dann sagen die, ja, das lese ich hier auf der Uhr ab und so. Die können keine Definition für Zeit geben. Und die meisten Menschen können auch keine Definition für Geld geben. Beide Dinge sind immer da. Ob wir uns das wünschen oder wollen oder wenn wir eine Uhr haben und da sind 12 Striche drauf, dann repräsentieren diese Striche Ereignisse, die aufeinander aufbauen. Das ist Zeit, ja? Eine Kette kausaler Zusammenhänge. Was ist Geld? In dem Moment, wo wir Geld haben, Geld ist Lebenszeit. Wenn wir auf der Uhr 5 Striche mehr malen, haben wir dann mehr Zeit? Nein, wir haben einfach nur mehr Stunden. Wenn wir mehr Geldscheine erstellen, haben wir dann mehr Geld? Nein, wir haben mehr Scheine, die dieses Geld repräsentieren sollen. Und genau deswegen fällt dieser Geldwert. Geld ist so essentiell, genauso wie Zeit. Und da möchte ich nämlich unbedingt drauf hinaus, weil das für mich schon fast ein persönlicher Angriff war. Wenn meine Gedanken eins nicht sind, dann sind sie auf gar keinen Fall marxistisch. Das, was ich einfordere, ist, dass das Individuum selber bestimmen kann, was mit seiner Zeit gemacht wird und was nicht. Und ich gebe nicht den Unternehmen die Schuld daran, dass dieses System Lücken hat und zum Cheaten einlädt. Ich gebe dem System, so wie wir heute Geld machen, die Schuld. Weil wir haben welche, die im übertragenen Sinne zu meinem Beispiel vorhin da sitzen und auf der Uhr so viele Striche malen können, wie sie wollen und sie für sich beanspruchen können. Roman, wir reden auf und zwei unsere, Ebenen unsere miteinander. Kaufkraft stehlen, Roman, das geht nicht. Ja. Roman, wir reden auf zwei Ebenen miteinander. Das eine ist die Ebene, dass Geld am Ende das Bindeglied ist und Teil der Mechanik ist, in der wir leben. Da sind wir doch einer Meinung. Korrekt. Es geht heute meines Erachtens mehr um die individuelle Ebene. Dass selbstverständlich wir bestimmten Zwängen ausgeliefert und so, das bestreite ich alles gar nicht. Mir geht es jetzt darum, dass wir individuell und schlichtweg fragen, so, wir sehen die Welt um uns herum,
Wir können daran verzweifeln oder wir können optimistisch sein und sagen, das wird schon irgendwie werden. Und die Frage ist jetzt schlichtweg die, wie kriegen wir einzelne Menschen das hin, mit dieser Umwelt umzugehen, ohne daran zu zerbrechen und vielleicht sogar Freude zu haben dabei. Genau. Schauen wir auf 2000 Jahre Menschheitsgeschichte und stellen fest, jeder Weg, den wir bisher hatten, war, so schlimm es ist, Krieg und Zusammenbruch des Systems. Und das gilt es zu verhindern. Und die einzige Möglichkeit, wie man die Politik daran hindert, Schaden zu verursachen, ist nicht, indem wir den politischen Anker anders wählen. Die einzige Möglichkeit, die wir wählen können, ist, ein Geld zu nutzen, welches die Politik nicht kontrolliert. Auch da wieder, das sind zwei Ebenen. Lass uns jetzt mal gucken, was wir auf der individuellen Ebene sehen. Leider muss ich ihm ja zustimmen. Ja, Entschuldigung. Ich hatte dich so schön mit dem Marxisten. Nein, hast völlig recht. Weil ja in der Entscheidung für dieses Geld eine Entscheidung auch lebt, sich zu emanzipieren. Absolut, ja, ganz das genau. Ist ja keine Frage. Aber es gibt eben verdammt nochmal Menschen, die wollen sich nicht emanzipieren. Und wir müssen mit denen auch leben. Aber das ist ja die Frage, das ist so pauschal. Es gibt sogar Nette unter denen. Es gibt so Menschen, die wollen sich nicht pauschalisieren. Ich denke immer, genau darum geht es doch zu erkennen, dass es um das Individuum und um das geht, weshalb ich hier bin. Ja. Oder? Ja, ich glaube, dass wir absolut, halt, aber wir können sie halt nicht bekehren. Ja. Wir sind so, also wir sind alle so einzigartig wie unser Fingerabdruck und wir können halt, also wir sind nicht halt der, der immer gerne beherrscht werden möchte und der, der immer frei sein möchte, sondern wir sind halt ein Konstrukt aus so vielen Wollen und Sein. Ja. So, und wir können uns in unserem Leben wirklich von einem Streber zu einem Revoluzer entwickeln. Das ist wirklich jederzeit möglich. Ja? Und das hat halt immer was damit zu tun, was begegnet mir, was für eine Erfahrung mache ich, in welchen Krisen komme ich vielleicht hinein. Deshalb war eben auch die Corona-Krise so eine wirksame Krise, weil eben viele Menschen genau in diesen Prozess hineingekommen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, umso mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen, dass wir immer mehr Menschen damit anstecken. Das glaube ich nicht. Weil die anderen Menschen halt schon dann sehen, okay, sie oder er lebt gerade ein sehr freies Leben, sie macht ihr eigenes Ding, sie hat eigene Ideen, sie wechselt den Job oder gründet ein Unternehmen oder was auch immer, fühlt sich gut an, habe ich mit begleitet, erst habe ich nicht dran geglaubt, aber jetzt sehe ich, da wird irgendwie was, es ist auch schön, sich mit der Person auszutauschen und ich glaube, wir werden immer mehr. Das sehe ich tatsächlich und es ist tatsächlich für mich nur noch eine kleine Minderheit, die dem Mainstream folgt, wie wir ihn jetzt leben. Er wird uns natürlich ständig präsentiert, deshalb haben wir das Gefühl, es sind so viele. Aber ich glaube, das ist halt schon... Die haben auch 8 Milliarden für ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. Das ist immer noch da. Genau, ne? Er ist immer noch da, aber ich sehe aber auch, dass es ganz viele wundervolle Projekte daneben gibt, die da größer werden. Ja, Fairtalk ist eins davon, aber es gibt halt generell in dieser Unternehmenslandschaft so viele neue Ideen und so viele neue Projekte, die größer werden, die tragfähiger werden, die auch finanziell potenter werden. Aber wir dürfen natürlich, ich würde uns mal alle als Pioniere bezeichnen, es ist natürlich als Pionier eine ziemlich einsame Situation. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Pionierzeit natürlich länger dauert, als wir uns das alle wünschen würden. Ich meine, 2020 habe ich noch gedacht, okay, am 1.8., wir sind so viel auf der Straße, alles klar, es gerissen, es vorbei. Das war's, ja. Da war ich total klar. Also am 1.8. bin ich da lang gegangen und dachte, okay, es ist jetzt rum. Das war mir total klar. Und dann kam das Aufwachen halt bei mir. Sollte Zweifel aufwerfen an deinen Prognosen. Ja, genau, aber ich habe natürlich in der Zeit lernen dürfen. Ja, ganz viel dazugelernt. Das sagen die Klimamodellierer auch. So ging es vielen anderen. Und ich habe überhaupt gar nicht den Anspruch, dass das richtig ist, was ich jetzt erzähle. Und ich glaube, das brauchen wir auch, eine neue Idee von, was ist eigentlich Erfolg und auch ein neues Bewerten von Scheitern. Wir können uns auch erfolgreich durchs Leben scheitern und haben unter Umständen ein super glückliches Leben gehabt. Das würde ich auch gerne wissen, wie das geht. Ja. Also wir dürfen halt nicht immer... Ich finde es total wichtig, halt dieses Scheitern, nicht, dass das nicht mehr so negativ betrachtet wird. Es gehört dazu, weil wir lernen dazu. Ja, und Menschen, die einfach nur da sitzen und nichts machen, können natürlich nicht scheitern. Super, aber es ist halt auch ein extrem langweiliges Leben. Das heißt, sich voranzuscheitern kann durchaus halt auch eine Erfolgsstrategie sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Danke, dass der an der Stelle reinkommt, weil viele Menschen eben genau aus Angst vorm Scheitern gar nicht erst ins Handeln und in ihre Wirksamkeit kommen. Oh, dann das möchte ich gerne ergänzen, das Scheitern. Das habe ich nämlich auch erleben dürfen. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Also ich habe in 2020 erleben dürfen, dass ein Unternehmen, das ich gegründet hatte, mit viel Energie in die Insolvenz gehen musste,
Durch Corona sind da quasi die Dinge weggebrochen und waren nicht mehr zu regeln. Frag mal Herrn Habeck, da kann man vielleicht was machen mit der Insolvenz. Ja, ich habe einfach nur aufgehört da. Ja, so genau. Genau. Und dann, nein, also auch diese Erfahrung durfte ich machen. Und das Tolle ist, dann denkt man, ja, jetzt ist das irgendwie ein Tiefpunkt. Und in Wirklichkeit war es der absolute Anfang von was richtig Großem, was ich danach erleben durfte. Also ich kann nur sagen, das Scheitern gehört sowas von dazu. Und der Unternehmer, der einfach nur so da durchgeglitten ist und sagt, ja, bei mir war immer alles Freude, Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein, das ist überhaupt nicht gut für den Menschen. Wisst ihr, für mich ist das so gut gewesen, richtig auf die Mütze zu bekommen. Das hat mir Demut verpasst. Das hat mir klar gemacht, bei aller Schlauheit und allem, was du glaubst zu denken, mal ganz runter, du darfst jetzt auch diesen Weg mal gehen. Und der hat mir gut getan. Und ich bin da dankbar für. Und ich bin genauso dankbar für das, was mir Corona alles gezeigt hat. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich sag doch nicht, dass jetzt alle Menschen in Deutschland auf diesem Weg wären und das alle verstanden hätten. Mitnichten. Aber was ich sehe ist, dass der Anteil der Menschen, die mal drüber nachdenken, was in ihrem Leben passiert und nicht passiert, drastisch größer geworden ist. Und wenn er von 1% auf 3% gewachsen ist, ist das gigantisch gewesen. Und daher kommt die Hoffnung. Ich habe nicht die Hoffnung, dass unsere Bundesbevölkerung jetzt, wer weiß wie, verstanden hätte, was da alles passiert ist. Und deswegen, um mal wieder ein Beispiel für Selbstwirksamkeit zu bringen, habe ich am letzten Wochenende mir gedacht, mit 3 Mitstreitern, schicken wir doch mal einen Fax an alle deutschen Hausärzte, 76.000, und informieren die einfach mal über DNA-Kontamination. Wenn das Pi das nicht macht, machen wir das einfach mal. Das geht aber auch nur in Deutschland. Ja, und jetzt haltet das euch geht fest. Das geht aber nur in Deutschland, weil andere Länder Fax nicht mehr benutzen, ja, das oder? Stimmt. Das ist in der Tat eine ganz besondere Lösung in Deutschland. Ich hatte zufällig alle Faxnummern. Ist so. Und das führte dann als Reaktion wieder zu demselben Effekt. Jetzt haltet euch fest, pharmazeutische Zeitung, Bild, Apotheker, Talk, all diese Player haben dann nicht gesagt, oh, das ist aber falsch, was der sagt. Die haben gesagt, der hat aber so eine rote Hand verwendet. Und haltet euch fest, die wird ja gefaxt und ist dann schwarz-weiß und ist gar keine rote Hand. Aber das ist jetzt der Skandal, dass da jemand eine rote Hand schickt und vor Dingen warnt, die wir als Pi sagen, dass wir sie gar nicht analysieren. Das ist nämlich das, was da steht in der Stellungnahme. Das Paul-Ehrlich-Institut sagt in der Stellungnahme, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, ich mach's mal im Vergleich mit einem Dönerladenbesitzer und dem Gesundheitsamt, es wird also die Qualität des Fleisches kontrolliert. Und wie machen die das beim Pi? Die machen das so, dass der Dönerladenbesitzer einen Zettel ausfüllt und sagt, hey, alles kontrolliert, ist super. Dann gibt er den Zettel dahin und die sagen, ja, der hat uns den gegeben, es ist alles super, danke. Die gucken sich nie irgendein Stück Fleisch davon an. Und genau so macht das Pi das mit Impfstoffen. Und das führt dann zu der Erkenntnis, ach, das sind unterschiedliche Produktionsprozesse gewesen. Einmal die, die getestet wurden am Anfang einmal und dann die, die verimpft wurden, wussten wir gar nicht. Das haben wir jetzt einfach mal allen erzählt. Und plötzlich merkt man eine Wirksamkeit. Wer bin ich denn? Ich bin ein Mensch wie ihr genauso. Ihr hättet selber auf die Idee kommen können, es einfach tun. Ja, aber Markus. Und das war Wirksamkeit. Wie wirksam war's denn? Das denkst du dir so, das ist deine Sicht, du bildest dir das ein. Ich wünsche dir auch, dass es so ist. Ja. Aber gleichzeitig haben wir eine Situation, das ist super, eine geile Aktion. Ich hab das ja gefeiert, als ich das gesehen habe. Tolle Sache. Aber gleichzeitig haben wir einen Psychopathen im Bundestag stehen, der auf die Frage, was er von den DNA-Verunreinigungen hat, das ist unwissenschaftlich gefragt, es handelt sich um RNA, nicht um DNA. Genau. Und der kommt damit durch. Nee, kommt nicht und durch. Und keiner der sagt kommt was. Nicht durch. Jetzt doch, kommt, er ist jetzt durchgekommen. Nee, Pause, jetzt kommt's. Er ist doch durchgekommen. Eine Woche danach haben alle deutschen Hausärzte einen Fax bekommen. Und das so, ist dumm. Ne, so einfach ist das erstmal. Ja. Ob der jetzt in den Bau wandert dafür oder nicht, ist eine andere Frage. Aber nee, ist nicht. Das ist einfach mal Wirksamkeit. Ich feiere doch deine Aktion und es ist super und es ist richtig so. Und ich plädiere dafür, natürlich, es gibt nie eine Entschuldigung dafür, sitzen zu bleiben und nichts zu machen. Absolut. Ja. Ich bin jetzt hier irgendwie in die Rolle desjenigen geraten, der so den Advocatus Diaboli spielen muss. Machst du doch gut. Ihr habt doch völlig recht mit all dem. Ich will nur sagen, trotzdem sehen wir nicht, trotzdem sehe ich nicht, dass das wirklich was gebracht hat. Warum ich glaube, siehst du das denn nicht? Ich glaube, weil es nicht da ist. Überleg mal über die letzten 3 Jahre, was hat die Menschen am stärksten bewegt? Wann waren am meisten auf der Straße? Wann haben tatsächlich Leute mitgemacht, unterstützt? Wann waren die kritisch? Wann haben sie sich getraut, den Mund aufzumachen? Aber das waren nach meiner Wahrnehmung ganz banale wirtschaftliche Faktoren, die sie viel mehr getrieben haben, als die Verletzung ihrer Würde, als Freiheiten, die ihnen genommen werden, sogar als die Gesundheit ihrer Kinder. Ich glaube auch, dass die direkte Erkenntnis, wenn negative Dinge passieren, nicht sofort so geschärft ist. Dass aber ein zweites drüber nachdenken das durchaus schafft. Und wenn ich jetzt mal schaue, wo
Öffentlich-Rechtliche sich zu Wort melden und es irgendwo irgendeine Form von Kommentarfunktion oder Bewertung gibt, das jedes Mal katastrophal aussieht. Ja, das und das ist ein positives Zeichen in meinen Augen und zeigt eigentlich, dass da schon ein Umdenken stattfindet. Ich finde, auch ein politisches Umdenken findet statt. Argentinien finde ich gerade hochspannend. Die haben einen Javier Milei gewählt. Und ich hoffe, sie bekommen, was sie gewählt haben. Weil die haben die Freiheit gewählt. Afueda, er steht da und sagt, wir wollen die Freiheit haben. Wir feiern die Freiheit. Ja, nieder mit den Zentralbanken, das wollen wir alles nicht mehr. Ob er das schafft, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, ich will auch für den überhaupt nicht meine Hand ins Feuer legen. Der ist mir, böse gesagt, fast egal. Aber der spricht über Mises und Rothbard und Hayek. Und die Menschen hören das und kriegen Buchempfehlungen über österreichische Ökonomielehre und leben eigentlich seit den 1940er Jahren in einem komplett sozialistischen System, was aber vorher eins der reichsten Länder der Welt war. Ja. Und seit es diese sozialistischen Strukturen hat, so dermaßen an Wirtschaft verloren hat, mittlerweile sind über 50% direkt beim Staat angestellt. Ja, und die Erkenntnis, du stimmst mir doch gerade mit jedem Satz zu. Ja, aber was man sieht ist, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird, sondern besser wird. Die Menschen verstehen, es muss ein Wandel kommen. Mal sehen, sagte der Zen-Meister. Mal sehen, sagte der Zen-Meister. Wie gesagt, ob Javier das schafft, ist egal. Ja. Die Menschen verstehen, darum geht es. Aber es war der Leidensdruck, der sie dahin getrieben hat. Natürlich, es ist immer der Leidensdruck. Es ist immer der Leidensdruck. Aber wo ist dann die Aufklärung? Dann ist es keine Aufklärung, wenn es Leidensdruck ist. Nein, ist es nicht. Entschuldigung. Das finde ich jetzt spannend. Das heißt also, du sagst, es ist keine Aufklärung. Also das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, willst du darauf hinaus, dass du sagst, es muss tatsächlich erst der Schmerz kommen, damit eine Handlung. Das heißt, wir können aufklären, so viel wir wollen. Da stimme ich aber zu. Ja. Okay. Aber nicht immer, ne? Wenn natürlich, wenn ein Kind halt schon selbstbestimmt aufwächst und wirklich die Chance hat, auch wirklich das zu tun, was es in sich fühlt, dann braucht es keine Krisen, um selbstbestimmt zu sein. Diese Krisen brauchen die meisten Menschen nur, weil eben der Großteil von uns eben nicht in dieser Selbstbestimmtheit aufgewachsen ist, sondern spätestens ab Schuleintritt eben in diese Konformität gezwungen worden ist und dadurch eben verlernt hat, wirklich mal zu horchen, was ist eigentlich mein eigenes selbstbestimmtes Ich. Das ist jetzt eine Henne-Ei-Frage, oder? Ja. Dass durch die mangelnde Selbstbestimmtheit ein System entstanden ist, was diese Probleme erzeugt und dann das Bewusstsein schafft, du musst wieder selbstbestimmt sein. Aber für Kinder, die eben so selbstbestimmt aufgewachsen sind, und da kenne ich eben auch welche, weil logischerweise in meiner Praxis kommen natürlich auch Familien, die tatsächlich schon selber als Kind selbstbestimmt aufgewachsen sind und ihre Kinder auch selbstbestimmt erziehen. Und die sind eben ganz anders. Also die haben Aber die haben auch Probleme, oder? Natürlich haben sie auch Probleme. Und das ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Genau. Ja. Es ist völlig in Ordnung, aber sie brauchen halt nicht eine Krise, um, sage ich mal, sich komplett zu verändern, sondern für sie ist es völlig normal, dass sie vor Problemen gestellt haben und dass sie die dann selbstbestimmt regeln. Das, die älteste Erkenntnis in der Wissenschaft ist, dass eine Empirie nicht hilft. Also Positivismus hilft dann nicht und ein Einzelbeispiel ist kein Gesetz. Ne? Also Beispiele finden wir für alles. Nur wir sehen doch, bitte beweist mir das Gegenteil, aber Argentinien war ein wunderbares Beispiel. Ja? Es muss erstmal gegen die Wand gehen, bis sie dann sagen, oha, ja? Da sind wir bei der ganz alten Botschaft, dass die weichen Zeiten eben wieder weiche Leute machen. Ne? Und die harten Zeiten machen harte Leute. Und das Problem ist gerade, dass wir am Ende sehr weicher Zeiten leben, mit sehr viel weichen Leuten und jetzt kommen verdammt harte Zeiten. Genau. Und es wäre doch, da kannst du sagen, hurra, lerne ich dran. Ja, ich selber habe auch nicht groß Angst. Ich glaube, ich bin stark genug, das alles gut durchzustehen. Ich fürchte nur, wir sind nicht unbedingt der Durchschnitt. Das kann alles sein. Es ist nur so, diese globale Ebene, die kann ich nur ganz bedingt verändern. Und deswegen hat mit Selbstbestimmtheit auch zu tun, was ich ändern kann und was ich eben ertragen kann oder muss. Ja, da gibt es schon Dinge, die man unterscheiden muss. Und das bedeutet für mich einfach, ich muss in meinem Leben, in meinem Umfeld Wirksamkeit entfalten. Und wenn das im Zweifelsfall bedeutet, in meiner Familie und nur dort, oder in meiner Straße, in meinem Ort, ich muss nicht die ganze Welt retten, das kann ich mir sowieso abschminken, dann bin ich nämlich auf der Ideologieschiene und glaube, den Kommunismus über die ganze Welt bringen zu müssen und dann sind alle glücklich, vor allen Dingen sind alle tot gewesen danach, die dem ausgeliefert waren. Und nach der Französischen Revolution hat man sich den König zurückgewünscht, weil das doch irgendwie ziemlich blutig plötzlich war. Wir erleben doch wieder genau das Gleiche, jetzt, heute gerade hier. Ja. Also nicht hier an diesem Tisch unbedingt, aber hier ist nicht so blutig. Hier geht's einigermaßen, ne? Noch geht's. Aber wir erleben doch genau das, wenn Annalena jetzt erzählt, sie muss also die klimatransneutrale Außenpolitik in die Welt exportieren. Das ist genau der gleiche Wahnsinn. Wir sind mittendrin in diesem Irrsinn, Wir sind mittendrin in einem Bellizismus. Nein, bitte. Du warst der Moderator, glaube ich. Nein, es ist es gibt so ein neues Format irgendwo, habe ich mal gehört im Fernsehen, das heißt, wer stiehlt mir die Show? Und da muss man irgendwie, da wechselt dann immer der Moderator. Also ich stelle das gerne mal zur Verfügung. Also nee, da würde ich jetzt gegen dich nicht antreten. Also die Frage,
Die Frage, ob wir es hier mit Ideologie zu tun haben, die ist, glaube ich, sehr beantwortet. Ich nenne das mal die dritte, jetzt grünsozialistische Ideologie, die von deutschem Boden ausgeht. Wir haben wirklich genug da jetzt auf dem Kerbholz an Ideologien. Das reicht jetzt langsam mal. Was wir einfach mal tun könnten, wäre, den Menschen als Menschen wahrzunehmen und nicht ständig zu versuchen, ihn zu verbiegen. Der Mensch ist erst einmal ein Mensch und kann selbstbestimmt eine ganze Menge Dinge bestimmen. Und dieses Hingucken zu, ja, es ist alles so groß und die Probleme sind so riesig, was kann ich tun? Ich kann erst einmal in meinem Kleinen wirksam sein und manchmal entfaltet sich und wird es größer. Und dafür Werbung machen und das zu erkennen, das ist genau der Punkt, ob durch Schmerz oder nicht durch Schmerz. Also ich bin ja froh zu hören, dass es nicht unbedingt immer durch Schmerz entsteht. Ich würde gerne vor allem bei Paul, ja, ich würde dich jetzt gerne mal irgendwie versuchen, an dem, was du gesagt hast. Du hast nämlich eben gesagt, dass die Corona-Zeit eine Zeit war, für die du heute eigentlich dankbar bist, weil du heute wahrscheinlich auch etwas machst. Also wäre jetzt meine Interpretation, du sitzt hier am Tisch und kannst das verneinen oder bejahen, was mehr Sinn hat, oder? Was sich sinnhafter anfühlt. Und da wäre, also diese Brücke würde ich jetzt gerne bauen, bitte mach sie mir nicht kaputt. ich würde nämlich gerne auf diese Ebene. Ja, genau. Guck genau hin, was jetzt passiert, okay? Also ich würde sie nämlich gerne auf diese Ebene Sinn des Lebens heben. Ja, wenn nämlich ich davon ausgehe, also davon gehe ich jetzt aus, das ist ein Sinn des Lebens gibt und dass jeder Mensch, und mit jedem meine ich jeder von den 8 Milliarden, die auf diesem Planeten sind, eigentlich ursprünglich einen Sinn hat, warum er oder sie hier ist, ja, dann sind wir, ich kann es ja nur für unsere Gesellschaft sagen, an einen Punkt gekommen, wo wir durch Materialismus, Konsumismus einfach ganz weit weggebracht wurden von dem, worum es wirklich geht. Das heißt, jetzt, wie gesagt, ich bin auf der spirituellen Ebene und ich weiß, da stehen dir immer gerne die Haare zu Berge. Wir haben da ja auch schon bei... aber alle. So, falls du mit jetzt Berge stehst. Wir haben da schon häufiger mal auch beim Nacktes Niveau darüber gesprochen, dass es dann eben jetzt aus der universellen Sicht eben genau diese Verrücktheiten braucht, also die da sind, also auch diese Menschen, die da sind in diesen Rollen, die sie da spielen, die einfach irrsinnig sind, damit immer mehr Menschen aufwachen und eigentlich genau das erkennen, worum es geht. Also wir werden dadurch, auch wenn das Wort kollektiv ist auch mittlerweile so abgenutzt, aber viele werden einfach zurückgeholt und zurückgeführt auf den Sinn des Lebens. Und ich lerne immer mehr Menschen kennen, bei denen das so ist. Und bei mir ist es so gewesen, ich habe das Gefühl, bei euch, und davon habt ihr ja hier auch berichtet, ist es auch so gewesen. Bei dir würde ich jetzt einfach nur gerne wissen, gibt's für dich sowas überhaupt wie den Sinn des Lebens? Oder ist das einfach sagen, hast du noch eine einfachere Frage? Das ist wirklich simpel. Später zum Schluss, ja. Ich hatte früher als Arzt, damit kann man sich mal rausreden, das wunderschöne oder die einfache Situation kommt mich da auf die Rolle zurückziehen. Ich stand mal in einem Priester, der kam da rein, der war ein junger Arzt, der war wirklich komplett in Schwarz. Alles da war schwarz, bis auf dieses kleine weiße Halsstück. Und ich war komplett arrogant, wie das so ist als junger Arzt, komplett in Weiß von Lederschuhen bis ganz oben und stand so direkt neben dem. Und mir wurde an diesem Bild völlig klar, und das konnte ich dem Patienten sagen, wissen Sie, ich bin genau bis zu diesem Punkt zuständig und danach ist der andere Herr zuständig. Weil es ist so. Ja, als Arzt kann ich dir 1000 mögliche Dinge sagen, klingt oft auch ganz intelligent, aber über den Sinn, das ist einfach nicht meine Baustelle. Ich bin tatsächlich so positivistisch, das bin ich als Notarzt, dass ich das ausklammer, weil ich es nicht beantworten kann. Ich kann es nicht logisch beantworten, ich kann es nicht wissenschaftlich beantworten. Ich verstehe den Wunsch nach Sinn. Absolut, ja. Ich glaube, den hat auch jeder bis zu einem gewissen Grad. Der kann einen wahnsinnig machen. Ja, wenn man das Gefühl hat, da ist Leere, an Leere würde man leiden, da guckt man ins Dunkle, das Gefühl der Sinnleere, wie darf das sein? Das kann man als kalt empfinden. Ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt. Es kommt darauf an, wie du eben konstituiert bist. Der eine glaubt, ist glücklich, empfindet dabei vielleicht ein warmes Gefühl der Freude, dass es das geht. Ich karikiere das jetzt nicht. Ich mache das absichtlich. Ja. Ein anderer, wie ich, dem ist einfach egal. Aber ja. du glaubst doch mehr als an Materie, oder? Ist das vielleicht? Ich glaube gar nichts. Ich glaube tatsächlich gar nichts. Ich bin da Wissenschaftler. Das, was ich messe, das ist dann da, das sehe ich. Ansonsten ziehe ich mich auf das zurück, was ich nehme das zur Kenntnis und versuche, mich den Fehler zu machen, das zu glauben, was ich sehe. Ich halte das für eine Ursache von ganz vielen Problemen, dass dieser Konsekutivismus und diese Überzeugung davon, dass man eigene Kausalketten, die man da rein interpretiert, dass die dann zu irgendeiner Handlung zwingen. Das sehe ich zum Beispiel an Frau Baerbock und anderen. Ich glaube, es ist
ist es ein Vorteil, sich davon zu distanzieren. Und ich verstehe aber, dass das für diejenigen, die das als kalt und sinnleer empfinden, etwas ist, was sie gern therapieren wollen. Sie sagen, da fehlt dir was. Du bräuchtest da irgendetwas, was Sinn stiftet. Ich verstehe das alles. Ja. Aber ich kann nur versichern, ich habe keinen Leidensdruck dabei. Mir geht's gut. Also ich brauche das nicht. Mir fehlt da nichts. Ich habe nicht das Gefühl, mir ginge es besser mit einem Gott. Im Gegenteil, ich empfinde es als ganz entspannt eigentlich, dass ich da relativ gelassen eigentlich in das Nichts gucken kann. Man muss es ja nicht Gott nennen. Also ich will, das kann man aus das Leben, das Universum, was auch immer, welchen Begriff du dafür findest. Aber das finde ich einfach spannend, also zu erkennen, weil dann auch mir viele Dinge klar werden und ich das auch noch besser verstehe, auf welcher Basis du argumentierst, auf welcher Basis Ich bin da knallhart positivistisch. Deswegen bin ich Notarzt geworden. Ja, das ist, du hast als Notarzt nicht das Problem, dass du grundsätzlich den Sinn des Lebens klären musst in dem Augenblick, wo du vor jemandem sitzt, der ganz schreckliche Bauchschmerzen hat. Da reduziert sich plötzlich die ganze Existenz auf dieses eine kleine Problem. Und tatsächlich, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch meine Charakterkonstitution, so sehe ich auch politische Aufgaben und Lösungen. Ich glaube auch, dass es nicht unsere Aufgabe ist, da bin ich dann ganz bei dir, Lösungen für Dritte in die Welt zu exportieren, sogar nicht mal für Zweite. Ich glaube, dass die Aufgabe des Staates wäre, uns in Ruhe zu lassen, so gut er denn kann, ja, nicht ständig übergriffig zu sein, dem zu erklären, was du tun und unterlassen sollst, ja, und wir tun aber genau das Gegenteil, ja, das erlebe ich und das halte ich für ein ganz großes Problem. Also für mich ist es wahnsinnig befreiend, da nicht nach Sinn suchen zu müssen. Ich glaube auch nicht, dass es den Sinn braucht, um ethisch zu handeln. Das ist ja ein häufiges Argument für die, die dann vom Glauben herkommen. Ich glaube tatsächlich, dass die Ethik losgelöst ist von der Überzeugung oder der Glaube an einen Gott oder an etwas anderes, weil es die normative Kraft des Faktischen gibt. Ja, ich sehe Leid bei Menschen. Ich sehe, ob einer Schmerzen hat, ob es ihm schlecht geht, ob es ihm gut geht. Ja, es ist gar nicht nötig, das aufzuladen mit irgendeiner Verbindung zu einer höheren Energie. Es ist nicht nötig, es nun als gut oder schlecht irgendwie mir logisch herzuleiten, wenn ich dem Schmerzen zufüge. Es ist evident aus meiner Sicht, dass das falsch und schlecht ist und dass das zu unterlassen ist. Es ist absolut nicht nötig, das glaube ich auch. Und ich bin ähnlich wie du, eher Atheist, also ich glaube auch nicht an einen Gott oder so, würde aber auch trotzdem nicht behaupten, dass ich nicht trotzdem an das Wundervolle und Mysteriöse im Leben glaube, was man nicht vielleicht wissenschaftlich belegen und beweisen kann. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich jedes Wissen oder jedes Streben nach Wissen für immer habe, dann wäre es das Streben nach dem Wissen. Am Ende ist es wichtiger aber, dass alles, was du gerade beschrieben hast, was du nicht als wichtig erachtest, Mechanismen sind, um das Gleiche auszudrücken, was du ausdrückst. Wir Menschen haben einfach nur andere Art und Weisen, andere Fachbereiche. Ich kann mit einem Mathematiker, mit einem Physiker und mit einem spirituellen Menschen sprechen und stelle fest, wenn ich genau hinhöre und genau interpretiere, was diese Menschen mir versuchen zu sagen, sprechen sie interessanterweise alle über das Gleiche. Sie haben nur eine andere Sprache dafür. Und von daher finde ich auch, dass jede dieser Formen ihre Daseinsberechtigung hat. Dass aber nicht jeder diese annehmen muss für sich, weil das einfach nicht die eigene Sprache ist. Und das ist in Ordnung. Und wir können uns gegenseitig respektieren und trotzdem das Gleiche sagen und unterschiedliche Dinge aussprechen. Ja, unbedingt. Und da sind wir mitten beim Punkt. Es geht darum, nichts über den Kopf zu ziehen, sondern für Sichtweisen zu werben. Und diese Sichtweise kann man nehmen oder sein lassen. Und das ist genau das Wichtige und vielleicht auch das Spannendste überhaupt, was ich erleben durfte in der Zeit. Nämlich sowohl im Christentum als auch in der Corona-Zeit gab es eine Gemeinsamkeit. Es ist deine freie Entscheidung. Und das war am Ende für mich die Erkenntnis, bei allem, was hier mit uns gemacht wurde, überlegt euch das mal, der Staat brauchte am Ende für alles, was wir getan haben, unsere Zustimmung. Er hat verstanden, dass es am Ende des Tages nicht ohne geht. Am Ende lasst ihr euch freiwillig impfen, weil ihr das dann entschieden habt. Ihr seid genötigt und gegängelt und alles worden, aber es war freiwillig. Und genauso ist das mit Glauben. Und das ist genau dann der große Fehler, wenn ich jemandem sage, du hast das zu tun und das muss hier so sein. Und ich bin eine Kirche und Organisation und mache Druck und allen möglichen Kram. Das ist daneben. Es geht um eine persönliche, freie Entscheidung, sowohl in gesellschaftlichen Dingen als auch in Glaubensfragen. Und das ist genau der Punkt, den ich kritisiere, weil eine Ideologie sehr dicht an einer Religion dran ist. Da ist quasi alles identisch. Da gibt es die Hohepriester, da gibt es irgendwelche mystischen Handlungen, die keinen Sinn ergeben mögen nach außen und so weiter. All diese Dinge kann man da beobachten. Und dann gibt es da die Heiligen, Gretas und all solche Dinge. Das kann man da so durchdeklinieren. Das ist im Grunde wie eine Religion. Der Punkt ist nur der, muss ich jetzt durch die Lande ziehen und das jedem über den Kopf ziehen und sagen, und du bist ab sofort Katholik und wenn nicht, ist der Kopf ab.
also Kopf im übertragenen Sinne. Man wird eben gedisst in den Medien, man kommt nicht mehr vor. Das ist die moderne Art der Hinrichtung. Ne? Das ist so der Pranger, dann ist man quasi sozial tot, kriegt keine Likes mehr, sondern die Daumen gehen nach unten. Die werden ja übrigens gar nicht mehr gezeigt, wie viele darunter gehen bei YouTube. Ganz interessant, es gibt nur noch aufwärts da. Und vor dem Hintergrund ist jetzt schlichtweg die Frage, erkenne ich, dass es am Ende alles an mir liegt, eine Entscheidung von mir. Und meine Entscheidung zu sagen, ich will gar nichts entscheiden, mögen die bitte alle für mich das tun, ist auch eine Entscheidung. Deswegen widerspricht das dem überhaupt nicht. Ich kann mich für ein Leben auf dem Sofa entscheiden und mich dafür entscheiden, nichts zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung und dann ist es gefällt und gut. Man sollte aber berücksichtigen dabei, und das ist wichtig, manche Lebensumstände erschweren diese Entscheidungsfindung und auch die Möglichkeit oder schränken die Möglichkeit Vielfalt ein. Du argumentierst immer marxistisch, wenn es drauf ankommt. Ja. Nee, aber im Endeffekt ist es halt so. Ich ärgere ihn doch nicht immer. Im Endeffekt ist es halt so, dass wir natürlich in ein System hineingeboren werden, was ja ganz klar auch so in Strukturen gebildet hat, dass wir als Individuen fast keine Entscheidungsgewalt mehr haben. Egal wie wir wählen. Wir wählen ja eigentlich nur jemanden anderen, der für unsere Kaufkraft entscheidet. So, darauf will ich halt hinaus. Was mir so wichtig ist und was immer wieder der Kern dieser ganzen Debatten ist, ich sehe, wenn wir zurückschauen auf egal welche Probleme, man versucht es immer politisch zu lösen. Man denkt immer, man könnte die Politik zu irgendwas zwingen. Dabei, solange wir deren Geld nutzen, können wir sie zu gar nichts zwingen. Ganz einfaches Beispiel. Warum können zwei Länder innerhalb der EU miteinander keinen Krieg führen? Ich meine, es ist ja gut, dass sie es nicht können. Aber warum nicht? Ja, weil beide Länder hoch verschuldet sind und das neue Geld von der gleichen Institution kommt. Und in dem Moment, wo das eine Land das andere angreifen will, muss die gleiche Institution Geld jetzt schaffen, damit das eine Land das andere angreifen kann. Was ich damit aber vernichte, ist mein eigener Währungsraum. Das eine Land, die eine Produktion, bricht weg und meine Währung verliert einfach dementsprechend an Kaufkraft. Also wenn ich ein Land wirklich Schaden zufügen möchte aus Gründen, dann drehe ich dann einfach den Geldhahn zu, Problem gelöst. Und genau das sehen wir auch. Ja, und das sehen wir in Italien, in Griechenland, egal wo. Wir hier in Deutschland können den Anschein erwecken, dass es uns noch zu gut geht, weil es uns noch zu gut geht. Aber so wie aber wir sind auch die größten Profiteure von diesem Mechanismus innerhalb der EU. Und je weiter wir aber schauen, stellen wir fest, dass das Leben, und da bin ich nämlich bei, in jeder Form immer aus einer Dualität besteht oder aus einem Yin und Yang oder aus Null und Eins oder aus An und Aus. Und das ist genau das, was ich auch versuche zu sagen, dass es immer verschiedene Art und Weisen gibt, das Gleiche auszusprechen. Und es gibt nichts nur Schlechtes und nichts nur Gutes. Und in dem Moment, wo der Zustand immer schlechter wird, und da bin ich schon sicher, gibt es irgendeinen Ausweg, ja, wie der ist und wie viele Möglichkeiten man hat, diesen Ausweg zu gehen. Das mag eingeschränkt sein, aber der ist trotzdem da. Und da bin ich bei. Und der liegt immer im Individuum. Und deswegen bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, weil jetzt genau das gerade passiert. Und wir können uns über die Zeitspanne unterhalten, Paul. Es kann sein, dass es halt vielleicht für dich noch nicht spürbar ist. Ja, das kann durchaus sein, dass es vielleicht für viele noch nicht spürbar ist. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg. Und was eben wichtig ist, ist eben Konzepte zu schaffen, wie du es machst, wie es viele andere machen, wo Menschen, die dann in diesen Prozess kommen, schon eine Heimat finden, schon etwas vorfinden, was da schon zusammengebastelt worden ist. Es ist immer blöd für die Leute, die die Ersten waren, die da gebastelt haben. Das sind wir ja nicht, weil es gab schon viele vor uns, die da schon was verstanden haben und angefangen haben, Strukturen zu bauen. Aber wir gehören noch mit zu den Ersten. Und deshalb ist es aber auch so schön, dass wir jetzt in dieser Gründerzeit sind. Ja, ich sage auch oft mal Gründerinnenzeit. Ja, das ist nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, dass wir Frauen jetzt wirklich auch in unsere Kraft kommen dürfen und wirklich auch mal zu Gründerinnen werden, damit es einfach wieder diese ganz natürliche Ordnung auch gibt. Da würde ich jetzt auch nicht zu weit hingehen. Also mir geht es hier nicht um Gender-Sternchen oder um halt irgendwie, dass hier irgendwelche Quoten eingehalten, gar nicht, weil das ist eigentlich eher despektierlich gegenüber der Frau. Sondern es geht darum, dass wir in einen ganz natürlichen, eine ganz natürliche Gleichberechtigung kommen. Und so wie Silke Schäfer ja immer so schön sagt, wir leben jetzt in dieser Gründungszeit. Und das erlebe ich eben auch. Zeit der Pioniere. Wir dürfen jetzt gründen. Und egal, ob das scheitert oder nicht, wir dürfen jetzt gründen und dürfen etwas schaffen, wo dann die Menschen, die dann in diese Krisen kommen, schon etwas vorfinden, was ihnen Halt gibt. Was ihnen Mut gibt, wo sie auch sofort etwas vorfinden, wo sie mitmachen können. Ja, dass die ganzen schlimmen Dinge keine Sackgasse sind einfach. Genau, dass es da immer gleich einen Ausweg gibt. Und das ist unsere Aufgabe. Und das
halte ich für ein ziemliches Privileg, genau jetzt in dieser Zeit auch da zu sein. Ich habe mich tatsächlich schon früher gefragt, manchmal, warum lebe ich jetzt einfach? Es gab so coole Sachen in der Geschichte, ja, Aufstände, Revolutionen. Keine Ahnung, war richtig was los, ja. Und in den 90er Jahren, da war... Das wäre jetzt meine Idee, also wenn du schon sagst, lass uns da doch war mal nicht viel los in so. Der Zeit, ne? So in den 90er Jahren war einfach alles immer nur so Wachstum und Leistungsgesellschaft und irgendwie, ne? Und dann war so klar, okay, es kam Corona, erstmal irgendwie komisch, aber dann wurde es halt schon spannend, ja. Dann konnte wirklich was passieren, da durfte man wirklich wachsen auch in dieser Zeit. Und das ist so schön, ja. Und dieses gemeinsame, kollektive Wachsen ist ja auch etwas, was wirklich ein Privileg sein kann, ja. Und so nehme ich das wahr. Und so nehme ich das auch wahr, dass es immer mehr Menschen gibt, die wirklich etwas bauen und wo wirklich etwas entsteht und wo wir vielleicht, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, auch positiv drauf blicken können. Das finde ich mal eine Frage. Erstmal Applaus. Genau. Über den Roman. Ja. Paul, ich hätte eine Frage an dich, und zwar, was braucht es denn deiner Meinung nach, damit es für dich spürbar wird, dass die Veränderung da ist, und was muss geschehen, damit das herbeigeführt wird? Brillante Frage, Roman, vielen Dank. Ja. hätte von mir sein können. Das ist genau die deswegen eine interessante Frage, finde ich, weil es genau darauf abzielt. Also was, wenn du hast ja auch mal gesagt, in deinem Umfeld nimmst du es so wahr, für dich ist das so. Das glaube ich dir auch sofort, weil wir uns ja unser Umfeld suchen, ne? Selektionsbias nennt sich das. Wir gucken uns halt nur an, was wir sehen wollen. Ich frage halt dann die zufällig ausgewählten zwei Personen, das sind Jens Lehrich und Markus Böning, was sie vom Öffentlich-Rechtlichen halten, und ich habe eine 100% Aussage. Das fürchte ich eben, tun wir in unserer Bubble ja auch ganz häufig. Und für mich ist ja die Frage, und dieser ganzen, ich kann 99% Dinge hier zustimmen. Aber die Frage ist doch, wie haben wir einen prognostischen Wert? Wie entfaltet all das, was wir hier tun, irgendwie einen prädiktiven Wert? Wie können wir tatsächlich mal hochrechnen, irgendwie abschätzen, was da als nächstes kommt? Und wie vermeiden wir eventuell harte Lernkurven? Das ist das, was mich eigentlich treibt, was ich interessant finde. Ich habe momentan, wenn du sagst, wir sitzen ganz vorne, wir stehen da davon. Ja, wir sitzen ganz vorne in einem Auto, was mit wahnsinniger Geschwindigkeit gegen eine Wand fährt. Da sitze ich ganz vorne drin. Das Gefühl habe ich tatsächlich. Aber das klingt für mich wieder marxistisch, zu denken. Das arbeitet in dir. Zu denken. Zu denken, wir könnten adäquat auf zukünftige Ereignisse reagieren, die nicht mit einer Bestimmtheit passieren. Das unterstellst du mir jetzt. Nein, und dann habe ich falsch verstanden. Und ich darf dir sagen, es gibt da Menschen, die mir im Gegenteil unterstellen, dass ich wirklich kein Marxist sei. Deswegen nehme ich das gerne an. Also ihr merkt daran, die Stempel führen immer ins Verderben. Genau. Nö, nicht im Verderben. Es ist ja interessant. Aber, man braucht aber ja diese einfachen Sachen, gesagt, um sich dann zu reiben. Dass, du hast doch gesagt, dass dir so ein bisschen diese Evidenz, diese Zahlen fehlen, um festzustellen, auf welchem Kurs sind wir denn jetzt. Genau, aber wofür brauchst du die? Ich brauche die aus Interesse. Warum machen wir das überhaupt? Es interessiert mich. Also ich habe den wahnsinnigen Luxus im Leben, dass ich tun kann und lassen, was mich interessiert. Das ist wirklich ein wahnsinniger Luxus. Ich habe den Luxus gehabt, ich konnte mir einen Beruf suchen, der mir das ermöglicht. Das ist manchen Menschen auch nicht möglich. Ja? Ich bin extrem dankbar. Ja, einfach für den Zufall, für das, was ich glaube auch, ich habe was draus gemacht. Ich glaube, das ich ist ein gearbeitet. Spannendes Stichwort, Zufall. Ja. Ich glaube, es ist auch fast jedem Menschen möglich, tatsächlich das zu machen, was er gerne möchte. Es ist nicht nur ein Privileg von ganz wenigen, sondern... Die Frage ist nur, ist das Zufall? Ist das eben genau Ursache und Wirkung, das Prinzip, also eher dieses universelle Prinzip von Entscheidungen treffen. Genau, bist du bei akasalen Verknüpfungen, da bist du bei Glaubensfragen, da kann ich immer nur sagen, ja, das kannst du jetzt glauben. Dahinter steckt einfach eins, dass unser Leben derart komplex ist, dass wir noch nicht einmal berechnen könnten, wie unsere Schrittfolge gleich sein wird, wenn wir den Raum verlassen. Aber ich möchte das noch zu Ende führen. Zu der ganz einfachen Frage, die vorhin ja gestellt wurde. Da komme ich drauf. Der Punkt ist folgender. Bin gespannt. Wir haben nicht so viel Zeit, aber ich werde mein Glück versuchen. Wir haben das Thema, dass wir eben nicht vorhersagen können, was wird. Wir können auch nicht Dinge verhindern. Das ist eine Anmaßung. Das ist genau dieses Denken. Wenn ich das tue, dann findet da beim Klima was nicht statt. Sag mal, was sind wir denn für kleine Würmchen auf der Erde und glauben hier, wer weiß was, hüpfen zu können. Was wir wirklich, wirklich tun können, ist, das, was wir vor unserer Nase haben, besser zu machen. Und das tun wir richtig gut und jeden Tag und andauernd und so weit und so groß, wie wir können. Und wir kommen so weit, wie wir kommen. So einfach. Mhm. Ja, Applaus. Absolut.
So sehe ich es auch. Ja. Aber die Frage, die du ja gestellt hast, die ich ganz interessant finde, was treibt einen denn, das zu machen? Das war ja die Sinnfrage dahinter. Ne? Und was braucht man, woran macht man das dann fest? Du bist einfach, das, was ihr am ehesten jetzt, glaube ich, beschreibt, ist ein Pragmatismus. Das braucht man als Unternehmer, ist vor allen anderen Dingen. Ja. Absolut, deswegen bin ich so ein schlechter Unternehmer, habe ich immer das Gefühl. aber was treibt einen da an? Mich ehrlich gesagt schon die Erkenntnisneugier, was da kommt. Tatsächlich beschäftige ich mich auch viel mit politischen Fragen, mit tagesaktuellen, weil ich gesehen habe, wenn man Muster erkannt hat, ähnliches tust du, glaube ich, ja in deinem Finanzbereich, wenn man gewisse Muster erkannt hat, dann ist es einem im Rahmen gewisser Möglichkeiten gegeben, dass man zumindest in naher Zukunft einigermaßen voraussagen kann, was eintritt. Das ist keine Magie, sondern das ist Statistik und das ist die Anwendung von Gesetzen. Nichts anderes tun wir ja im Medienbereich, wenn wir uns mit Nachrichten beschäftigen und darüber. Das interessiert mich tatsächlich auch im Politischen und ich glaube, das ist die Aufgabe von Politik. Deswegen dein Appell zur Bescheidenheit unbedingt, oder schreibe ich sofort, ja, kommt bloß weg davon, die Leute erziehen zu wollen, Ideologien zu exportieren, Befreiungsideologien jeder Art. Und das Allerschlimmste, missionieren ist der Tod. Das war auch mein Grundproblem mit Religionen jeder Art, ist eben genau das Missionarische dabei. Aber ich fürchte, das müssen wir auch gegen uns halten. Und ich erlebe an dieser Anti-Corona-Bubble, an dieser aufklärerischen, schon an der Sprache, wenn wir von Schlafenden reden, die aufwachen müssen, da sehe ich die gleiche Arroganz und die gleiche Missioniererei, die das mich macht an der Gegenseite zum Beispiel so nervt. Niemand. Ich finde das wichtig, dass du das sagst, aber das ist auch... War kein Vorwurf von dich. Nein, überhaupt nicht. So, würde ich auch gar nicht annehmen, den Vorwurf, weil wir niemanden missionieren hier und das ist auch nie unser Anliegen. Ja. Weil ich weiß, was du meinst, aber genau das ist ja das rauszuarbeiten und da auch zu differenzieren und da aber auch wieder dem Einzelnen zu spiegeln und zu sagen, okay, hör auf zu missionieren, schau, da sind wir wieder bei Markus, vor deiner eigenen Haustür, was du da erst markieren kannst. Ja. Aber trotzdem wollen wir ja irgendwas, war die Frage, unterstelle ich jetzt auch dir, ja, wir tun das Ganze ja nicht, weil es so wahnsinnig Spaß macht, sich nochmal aufzuregen über dieses Thema, sondern da ist ja schon die Absicht dahinter, irgendwie etwas Positives damit zu bewirken. Zumindest unterstelle ich das jetzt, so wie ich euch kennengelernt habe, ich kenne dich ein bisschen näher, also nicht so nah, jetzt glauben die wieder, wunder, was da passiert, so hinter der Bühne und so, leider nicht, mal gucken. aber ich unterstelle, und das hat vielleicht auch diese Corona-Gruppe zusammengebracht, dass die ja schon irgendwie den Wunsch haben, da was zum Besseren zu ändern. Das ist ja erstmal eine sehr positive Sache. Und dann kann man ganz schnell darüber streiten, was daran positiv ist. Ja, das treibt auch mich. Und jetzt kannst du fragen, woher kommt das dann? Ist das irgendwie doch ein religiöser Aspekt oder so? Das kann man alles reinbringen. Ich sage dann immer wieder, ich weiß es nicht. Ja, da hört es halt einfach auf. Da kommt dann der Herr in Schwarz. Fragen Sie den, der weiß das besser. Aber das ist aus meiner Sicht auch sehr wohl die Aufgabe von Politik. Und da widerspreche ich dir dann ganz hart. Deswegen müssen wir auch sehr wohl einschreiten. Deswegen müssen wir uns sehr wohl auflehnen. Deswegen meine ich, müssen wir sehr wohl endlich eine Revolution gegen diesen Wahnsinn starten. Da bin ich nämlich fest von überzeugt. Denn ohne eine Revolution für die Grundwerte, für die Werte, wird nichts passieren. Ja? Nur, wir werden eben nicht jeden Einzelnen. Vielen Dank. Ich komme darauf zurück und nehme Sie beim Wort, dass Sie mitmachen. Wir müssen aber auch, und da hört es dann eben auf mit der Selbstwirksamkeit, es muss eben jemand schon vorangehen und das tun und die anderen mitreißen und ein bisschen mitziehen, damit die dann ihren Mut entwickeln. Dann weiß ich, wo das Missverständnis ist. Ja? Wenn ein Einzelner wirkmächtig losläuft, kann er sehr viel Wirkung entfalten und zwar unfassbar viel Wirkung. Aber das ist das Problem von diesem einen Menschen und nicht von allen. Und das bedeutet genau, jeder geht so weit, wie er eben gehen kann in seiner Wirkung. Und wenn der eine der Anführer ist, der sagt, ich habe eine tolle Idee, wie wir hier politisch richtig was ändern können, dann ist das seine Aufgabe, dieses Talent zu nutzen und voranzumarschieren. Wir sprachen ja nur vorhin über die Methoden. Und ich sagte eben, genau da ist die Grenze dann der Ratio und das ist Emotionen. Aber es ist dasselbe für den einzelnen Menschen. Und das ist die wichtige Botschaft, ob ich im Kleinen und mit 3, 4 Menschen meine Wirkung entfalte oder mit 300.000 oder 300 Millionen, ist am Ende nur eine Null dahinter. Ich habe getan, was ich an Möglichkeiten hatte, an Wirkmöglichkeiten. Und nicht jeder ist der Revolutionär à la Martin Luther King oder so. Das gibt's aber, diese Menschen. Und diese Menschen haben dann einen Impact. Und die führen dann dazu, dass in Indien so eine Besetzerzeit zu Ende geht, ohne dass da große Kriege losbrechen. Plötzlich gehen solche Dinge. Ja. Und gerade hier in Magdeburg haben wir, glaube ich, Dinge erlebt in diesem Leben, die ohne Gewalt plötzlich möglich waren, die schon keiner mehr für möglich gehalten hat. 89. Achso, da war ich nicht in Magdeburg. Als Beispiel. Aber wir haben hier Dinge erlebt, die viele nicht für möglich gehalten hätten, die keiner so eingeplant hatte und sie haben stattgefunden und dann waren da plötzlich Menschen, da waren da kreative Leute. Manches ist gut gelaufen, manches ist schief gelaufen, aber jeder hatte die Entscheidung, bin ich jetzt hier ein Opfer oder bin ich einer, der jetzt das Beste draus macht?
Und das war jedermanns Entscheidung, wie er damit umgeht, weil es nun mal so war, wie es war. Aber ich glaube tatsächlich, also da sind wir uns, glaube ich, noch alle einig, oder? Also auf der Ebene sind wir uns alle einig. Also das würde ich jetzt mal als These bezeichnen, weil da gibt es ja auch andere Ideen dazu, dass es jetzt nicht nur von den Menschen ausgegangen ist. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen das gemacht haben. Ja. Ich habe gesagt, es hat stattgefunden, wie auch immer. Und dann war es da und ich musste damit umgehen. Mhm. Und das ist die Frage, ob ich dann das blöd finde oder das Beste draus mache. Mhm. Das kann man nämlich sehr schön sehen. Trotzdem, wenn Paul den Wunsch ja äußert, dass du gerne eine Revolution hättest oder es für sinnvoll achten würdest. Machst du mit? Da äußere ich mich jetzt nicht dazu, erst wenn die Kameras aus sind. aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es das braucht. Also ich bin bei sowas gerne dabei. Also ne, habe ich mich schon geoutet. Ich habe das gerne. Ne? Ich bin gerne auf der Straße. Dann reden wir über die Definition von Revolution. Aber ich glaube, das können wir gerne machen. Ich glaube, ich habe so verstanden, dass du so diese Revolution meinst auf der Straße und wir denn gegen den Staat und so. Und das wir meinst du ja nicht. Okay, Staat. Gut. Sondern ich glaube, es braucht halt eine Revolution, die halt aus der Mitte heraus entsteht. Und ich glaube, da sind wir mitten dabei. Es gibt ein ganz schönes Buch oder mehrere Bücher von Charles Eisenstein, wer das noch nicht gelesen hat, empfehle ich sehr, der ja in seiner Vergangenheit als junger Mensch wirklich so als Klimaaktivist, also wirklich in einer radikalen Form teilgenommen hat und irgendwann gemerkt hat, in dieser radikalen Form funktioniert das nicht. Es braucht halt einfach für uns Menschen wieder dieses Verständnis für die Natur und dass wir eben ein Teil der Natur sind, dass wir ein Teil des Ökosystems sind und dann revolutionieren wir ganz alleine die Umwelt sozusagen oder kümmern uns um unsere Umwelt. Charles Eisenstein ist ein amerikanischer Philosoph. Und so sehe ich das auch. Also ich sehe jetzt diesen Prozess so, dass wir uns eben von innen heraus entwickeln und diese Revolution nicht so dieses Aggressive hat, wie wir uns vielleicht eine Revolution vorstellen. Da können wir gleich nochmal konkreter reingehen, wie du dir diese vorstellst. Sondern es ist halt so eine Revolution, die eben von innen stattfindet und wo dann wir die Aufmerksamkeit auch der Regierung entziehen. Also ich höre hier sehr häufig noch so, dass wir über diese Regierung und über das Öffentlich-Rechtliche reden und so. Lass uns doch einfach diese Aufmerksamkeit entziehen, dann zerfällt die von ganz alleine. Und dann entsteht daneben schon etwas. Und wenn das dann zerfällt. Roman, das ist das Geld, über das er schon sprach. Das Geld, genau. Und wenn das dann zerfällt, dann ist das auch nicht mehr so schlimm, weil es gibt dann schon etwas anderes, auf was dann halt die Leute zurückgreifen können. Das ist für mich die Revolution, die gerade stattfindet. Ich würde das weniger als Revolution und mehr als Evolution betrachten, weil genau das diesen kooperativen Charakter mit sich bringt. Und ich sehe das auch. Und ich denke, dass genau dieser Anker, den wir wieder mit unserer Natur brauchen, gerade durch unser Fiat-Geld verloren gegangen ist. Ich mache ein ganz einfaches, nachvollziehbares Beispiel. Wir buddeln nach Kohle und wir buddeln immer tiefer und es wird immer teurer, nach Kohle zu buddeln. Und die logische Konsequenz wäre, Kohle, Strom zu benutzen, wird immer teurer. Stattdessen könnte man als Unternehmer auf die Idee kommen, die Nachfrage ist jetzt nicht wirklich Kohle, die Nachfrage ist eigentlich Energie. So, wie schaffe ich es, eine alternative Möglichkeit für Energiegewinnung zu schaffen? Ja, das ist ja der unternehmerische Geist, der in dem Moment startet, wenn die Preise für ein Gut steigen, wenn die Nachfrage extrem hoch ist und das Angebot knapp ist. Das heißt, Money is Language. Das Geld sendet ein Signal. Und zwar sendet es das Signal, oh, pass mal auf, Kohle wird teurer, die Ressource wird knapp. Oder wir fragen zu viel nach. Das heißt, normalerweise könnten wir uns das nicht mehr leisten. Und dann gibt es genau zwei Mechanismen, die dazu führen, dass wir aufhören, die Kohle abzubauen. Zum einen, wir können es uns nicht mehr leisten, es ist weg, das Geld ist weg. Oder wir finden eine Alternative, weil jemand, ein findiger Unternehmer, hinkommt und sagt, ja, dann mache ich das jetzt so. Was heute passiert ist, der Staat kommt und sagt, kein Problem, ich schaffe neues Geld. Das heißt, ich ziehe aus der Gesellschaft Kaufkraft und gebe sie einem kohlefördernden Konzern. Er kann also bis zum Erdkern bohren und wir werden nie das natürliche Signal haben von, wir können es uns nicht mehr leisten. Das Signal ist einfach ausgeschaltet, dadurch, dass wir Preise manipulieren. Und dann gucken wir in irgendeinen Wirtschaftsbereich, egal in welchen, und es wird überall der Preis manipuliert. Ob in der Stromgewinnung, in der Fortbewegung, E-Auto. Du willst ein neues Auto kaufen. Was beeinflusst deinen Entscheidungsfaktor? Naja, die 5.000 Euro Prämie. Das ist alles am Ende Geld, was der Gesellschaft geklaut wird. Du willst ein neues Haus bauen. Woher kommt das Geld? Kannst du noch drauf sparen? Nein, die Geldmenge weitet so schnell aus, dass der Mechanismus, auf ein Haus zu sparen, unmöglich ist. In dem Moment, wo ich spare, habe ich nicht genug Kaufkraft, die ich in der Zeit dazu gewinne, wie Häuser teurer werden. Was mache ich also? Ich nehme einen Kredit. Woher kommt dieses Kreditgeld? Es wird aus dem Nichts geschaffen. Der gesamte Prozess wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wir verlieren den kompletten Bezug zur Realität, den kompletten Bezug zu unserer Natur. Was wir brauchen, ist ein hartes Geld.
Was wir brauchen, ist ein hartes Geld, eine Art Zollstock, Maßstab für Werte und den Anreiz, wieder selber Sicherheit aufzubauen. Wenn wir heute sparen, werden wir stetig beraubt. Jeder Sparer wird bestraft dadurch, dass er Geld spart. Und jeder ineffiziente Marktteilnehmer, der Schulden macht, wird belohnt, weil diese Schulden fallen im Gegenwert. Das heißt, die ineffizientesten Umweltsäuer werden belohnt und die Sparer werden bestraft. Das ist eine verkehrte Welt. Das ist wider jeglichem Naturgesetz und jeglicher Natur. Und das sind die Auswirkungen, die wir in der Gesellschaft und auf dem Planeten und überall merken. Und das gilt es in friedlicher Art und Weise zu verhindern. Und das gibt es. Und zwar, indem wir einfach nur sparen in einem knappen Gut. Wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen keinen Aufstand, wir brauchen kein Auflehnen gegen das System. Die größte Auflehnung, die wir machen können, ist, indem wir dem System die Kaufkraft entziehen, indem wir in einem knappen Gut sparen, das es nicht inflationieren kann. Und die Aufmerksamkeit, oder? Weil das ist ja genau das. Also das wäre dann für mich die friedliche Revolution, absolut, wäre einfach dem die Aufmerksamkeit zu entziehen und eine Entscheidung für eine andere Handlung zu treffen. Ja, und zwar so eine ruhige Handlung. Eine Handlung, die ja freiwillig ist. Niemand muss bei diesem System mitmachen. Jeder kann. Keiner ist gezwungen, in einem harten Geld seine Kaufkraft zu sparen, aber jeder kann. Jeder ist gezwungen, seine Steuern in Euro oder Dollar zu zahlen. Das ist keine freiwillige Entscheidung. Das ist der Unterschied. Aber ob ich Teil einer friedlichen Lösung bin, die alles, was sie von mir einfordert, Ruhe ist und selber Sicherheit aufzubauen, ist eine Freiwilligkeit. Und das ist so charmant an dieser Lösung. An diesem Beispiel sehen wir wunderbar, was ich eben meinte. Du hast für dich die Mission, rund um das Geldwesen eine Veränderung zu bewirken. Und das ist deine Wirkmächtigkeit. Und die ist groß und wichtig. Und du gehst genau damit los und strahlst aus und findest Menschen, die das gut finden und dem vielleicht folgen und so weiter. Und das ist genau das, was ich so wunderbar finde, dass eben diese Wirkmächtigkeit bei so vielen Menschen in so vielen Bereichen losgetreten wurde. Von der richtigen Geburtsart bis die richtige Art, wie Kinder betreut werden, bis sonst wohin, Schulengründung und ihr Neue mit. Das ist noch nicht so revolutionär, dass es die ganze Bevölkerung verändert. Aber es fängt an, und zwar an allen Stellen. Und diese Veränderungsfähigkeit der Menschheit, da habe ich wirklich diese positive Sicht auf die Menschen, dass sie sowohl abgrundtief schlechte Dinge tun können, deswegen ist mein Menschenbild beides, die katastrophalsten, schlimmsten Dinge tun wir Menschen und wir tun die absolut besten Dinge. Und genau weil wir dazu neigen als Mensch, genau so grenzenlos zu sein, darum brauchen wir Begrenzungen und darum gibt es eine Gewaltenteilung, weil man ahnt, wenn man sich so eine Ordnung gibt, dass man keinem einzigen Menschen jemals die Macht in die Hand geben darf, voll durchzuziehen. Und dieses Begrenzen von Macht ist komplett unter die Räder gekommen in Deutschland. Wir hören es gerade klirren. Das ist das Geräusch, wenn Gewaltenteilung komplett verloren gegangen ist. Und es sind so viele Stellen, an denen angefasst werden muss. Und wir haben die kritischen Richter, wir haben die kritischen Rechtsanwälte, wir haben die kritischen Ärzte, wir haben kritische Lehrer, wir haben in allen Lebensbereichen Menschen, die anfangen, ein Nukleus zu sein für eine Veränderung. Und manchmal müssen wir durch Katastrophen durch und manchmal nicht. Ich wünsche mir nicht, dass wir durch so eine Zeit wie Nordkorea durch müssen und 70 Jahre lang ein völlig katastrophales Diktatorensystem zu erleben. Ich will das nicht erleben. Ich kann das aber nicht wirklich verhindern in der Gänze. Ich kann nur hoffen, dass so etwas an uns vorbeigeht. Und ich weiß, dass sowas sehr lange dauern kann und sehr unangenehm sein kann. Was helfen kann, ist, dass wir zumindest da intervenieren, ein System zu schaffen, was überhaupt erst einen solchen Zustand hier zulässt, weil eine Machtkonzentration auf einen zentralen Punkt gelenkt wurde, die, wenn sie in die falschen Hände gerät, und auch wenn sie jetzt schon wahrscheinlich nicht in den besten Händen liegt, gibt es noch viel schlimmere, dass dieser Schaden erst gar nicht so groß werden kann. Exakt. Und diese klugen Menschen, die gibt es in diesem Land und die sitzen zum Beispiel an so einem Tisch und thematisieren das und sagen, hey, da haben wir ein Problem und hier muss politisch was passieren. Die Frage ist doch nur, ob es wieder Henne-Ei, ne? Und die Frage ist doch wirklich, du siehst, das musste ich vielen Patienten sagen, du siehst halt, was du sehen möchtest. So sind Menschen. Geht mir ja genauso. Ich sehe ja auch das, was ich sehen möchte. Und dann sehe ich plötzlich überall, also wird alles gut. Und ich sehe vielleicht nur zwei Beispiele, bild mir aber ein, daraus besteht die ganze Welt. Das ist die wunderbare Kraft unseres Gehirns, dass es Realitäten erzeugt und das hat nichts mit der eigentlichen Realität zu tun. Ja. Ich weiß nicht, wie die Realität gerade wirklich aussieht. Ich sage gar nicht, dass es nicht so ist, dass die alle anfangen aufzuwachen. Ich sage aber, ich fürchte, es ist Wunschdenken.
Ich fürchte, es ist das ganz Das ist deine viel, Realität. Ja, ist, nein, meine Realität ist, ich versuche... Pessimismus zum Optimismus, dass du später positiv überrascht wirst? Nein, nichts oder? Davon, nichts davon. Ich weiß, es okay. ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich versuche tatsächlich gar keine Emotion und gar keine Annahme zu haben. Ich lebe da mit der Hypothese, dass beides möglich ist. Das ist eine Schrödinger-Katzensituation. Ne? Ja. Ich weiß es doch gar nicht. Ich werde es hinterher erfahren. Ja, es wird irgendwas wird eintreten. Und für mich ist die spannende Frage, weil da waren wir ja vorhin, kann man das... Man kann es immer zu einem gewissen Grad beeinflussen. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man selbst tätig wird, dass man nicht passiv da sitzt und fatalistisch meint, das kommt alles über mich. Nein, absolut nicht. Ne? Da ist auch wieder Glauben ein schönes Beispiel. Für manche ist das ja der Grund, gerade selbstwirksam zu werden. Die anderen sagen, Gott wird alles richten. Das halte ich für absoluten Unsinn. Also völlig richtig, was ihr sagt, selbst tätig werden. Die spannende Frage ist doch aber, wie viel ist tatsächlich Einfluss meiner Selbsttätigkeit und wie viel ist tatsächlich unabänderbar oder wie viel ist weit in einem Außenbereich, den ich eh nicht beeinflussen kann? Das ist völlig egal. Nee, ist nicht egal. Doch, ich sag dir, warum. Ist nicht, für mich ist es nicht egal. Ich sag dir, ich find's nicht egal, weil ich gern vor dem Aufprall verstehen würde, wann er kommt. Verstehe ich. Um eventuell dann nicht dabei zu sein. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du erst nachher die Situation beobachtest? Das ist auch so. Ich weiß erst hinterher, was eintritt. Völlig richtig. Aber ich versuche natürlich, möglichst Prognosen zu machen. Das ist das Spannende, was mich treibt im Leben. Und ich habe gelernt, in verschiedenen Berufen und verschiedenen Professionen. Man kann das bis zum gewissen Grad. Das ist letztlich eine technische Frage, wie gut Prognosen sind. Du hast vorhin Wetter genannt. Das ist ein tolles Beispiel. Ne? Meteorologie ist ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet. Wenn wir sehen, mit welcher unfassbaren technischen Macht wir unterwegs sind und wie wenig wir da erfahren. Also gerade als Pilot stellst du immer fest, da verbringst du Stunden und Tage damit, irgendwo eine Wolkenformation zu verstehen und am nächsten Tag ist sie gar nicht da. Was aber jetzt wieder dann dafür sprechen würde, dass die Wissenschaft eben tatsächlich nur sehr wenig weiß von dem, wie es wirklich das funktioniert. Das haben die Modellierer gezeigt. Die Klimamodellierer haben gezeigt, was für eine unfassbare Hybris, ja, das war, wie unfassbar wir scheitern und doch davon überzeugt sind, dass unsere Methoden so wahnsinnig gut sind, dass wir die Kontrolle haben. Also das ist eine unfassbare Selbstüberschätzung des Menschen, so ist ja, eine technische halt Selbstüberschätzung. Immer, also du sagst halt sehr häufig wir. Ja. Da würde ich mich auch total, würde ich mich gerne mal rausnehmen, weil ich glaube, dass wir das alle gar nicht so sehen, sondern dass halt so, dass es halt schon sehr individuell halt auch betrachtet wird. Und du hattest ja vorhin auch. Dass wir was so sehen, Entschuldigung. Wie bitte? Dass wir was so sehen, Verzeihung. Na, wenn du darüber redest, dass wir der Regierung von wir das nicht aufhalten, dann glaube ich, dass wir an der Stelle halt nicht richtig ist, weil wir sehen es, also jeder von uns sieht es halt ein bisschen anders. Und ich glaube, es gibt halt schon sehr viele Felder in unserer Gesellschaft, die das schon aufhalten auf ihre Art und Weise. Vielleicht für dich nicht sichtbar. Und es gibt ja auch nicht die Frage von, sehe ich Menschen, die sich dagegen auflehnen, sondern eher die Frage, spüre ich das? Also da bin halt in dieser, da bin ich halt eher unterwegs in diesem, ich spüre das, dass es da schon eine Vereinigung gibt und dass es da auch eine Form von energetischer Verbindung gibt. Das ist wieder der schwarze Mann zu meiner Seite, genau. Ja, das kannst du spüren. Es ist auch immer schön, mit dir das auch zu besprechen, weil ich ganz genau weiß, was dann bei dir wahrscheinlich dachte, oh, jetzt kommt die Sandra wieder mit ihrem... Nein. Ne? Aber es ist, also ich kann schon spüren an dem, was nach außen geht. Du sagtest gerade, wenn so ein Post erscheint von der Tagesschau, was dann in den Kommentarspalten abgeht. Und genau das Umgedrehte passiert eben, wenn zum Beispiel über das Geld gesprochen wird oder über ganzheitliche Gesundheit, wo früher dann halt dieses große Bashing angefangen hat. Ich meine, Homöopathie, ja. Also ich bin Homöopathin, ich bin sozusagen Bashing gewöhnt bis zum Abwinken, ja. Also setz mal ein Hashtag Homöopathie, dann hast du halt sofort deine Freunde halt auf deinem Account. Aber das hat sich verändert. Es hat sich verändert, dass halt wirklich unter Dingen, die halt, wo es sich um ganzheitliche Gesundheit dreht, viel mehr Interesse da ist. Also viel, viel weniger Hasskommentare. Also es hat, da hat sich wirklich was gewandelt. Und ich glaube, das dürfen wir wahrnehmen. Außerhalb, ich gebe dir recht, man ist natürlich in seiner Bubble unterwegs. Da sind es wieder wir plötzlich, ne? Merkst da sind es wieder wir, ja, genau. Ja, das Gehirn ist ein typisches Ding, sagen wir. Das Gehirn ist echt blöde, immer wieder. Ich rede mit dir nicht mehr. Meins ist ja genauso kaputt. Ja, es ist alles gut. Aber es ist interessant. Aber ich, nur ganz kurz zu Ende. Es geht gar nicht, klar ist es schön, in unserer Bubble zu sein und dass wir uns da gegenseitig auch bestätigen. Aber das, was wir trotzdem außerhalb dessen erkennen dürfen, das finde ich für mich offensichtlich. Und das macht sich dann bildlich dann sichtbar, wenn wir eben sowas sehen. Wie zum Beispiel diese ganzen lustigen Kommentare, wenn die Tagesschau mal wieder irgendwas postet. Ja, ich kann vor allem auch feststellen, also ich verstehe auch genau, was du sagst mit diesem, ich spüre, dass sich das verändert. Mhm. Ich habe keine Zahlen, du hättest gerne Zahlen, wo sind die? Ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass wir tierisch geblendet sind von den ganzen Zahlen, von der ganzen Panikmache, von den ganzen Meldungen. Es ist so, als wenn man in einem Raum und die ganze Zeit wird rumgeschrien.
Und in dir ist sowas, das flüstert dich die ganze Zeit an und teilt dir mit, was du eigentlich willst. Und du hörst das gar nicht mehr, weil es so laut ist. Überall ist Neues. Den ganzen Tag sind wir getrieben von diesen ganzen Meldungen, von den ganzen Prognosen, den ganzen Möglichkeiten. Wir wissen gar nicht mehr, was wir überhaupt eigentlich wirklich in uns wollen. Das ist komplett verloren gegangen. Und ich habe festgestellt, je weniger man sich diese ganzen Ereignisse anhört, den Fernseher anmacht, die Nachrichten schaut, die Tagesschau schaut, diese ganzen Katastrophen, die ganzen Meldungen auf Twitter, die ganzen Meinungen und einfach mal versucht, in sich reinzuhorchen, desto mehr stellt man fest, was man selber will, was die Welt vielleicht brauchen kann, was deine Welt brauchen kann. Und in dem Moment ist es überhaupt nicht mehr zahlenbasiert. In dem Moment stellt man einfach fest, okay, wenn ich jetzt wieder hinhöre, höre ich auf einmal andere Stimmen. Ich merke eine Veränderung, ich spüre, dass die Wirkung auf mich eine andere ist. Aber diese Sensibilität haben wir komplett verloren in diesem, ja, in diesem Informationschaos, in dem wir uns mittlerweile schon wieder befinden. Das finde ich großartig. Nee, das glaube ich nicht, dass mich das so betrifft. Ich glaube auch nicht, dass ich das so verloren habe. Ich glaube auch andere nicht unbedingt. Aber trotzdem stimme ich dem zu, was du gesagt hast. Das finde ich großartig. Und zwar aus folgendem Punkt. Diese Angst, mit der hier gespielt wird bei Menschen. Das ist ja so etwas so ganz tief drin und schaltet irgendwie irgendwas aus bei uns. Das ist eine ganz fiese Methode, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das funktioniert. Der Säbelzahntiger. So ist es. Wir können nun mal alle auf Angst. Das ist ein Ding, das kann jeder Mensch. Das funktioniert ziemlich zuverlässig. Und wenn man diese Angst weglassen kann, warum kann man Angst weglassen? Die kann man dann weglassen, wenn man ein Vertrauen hat. Dieses Vertrauen ist zum Beispiel der Fünfjährige, der die Treppe runterspringt in meine Arme und einfach sagt, ich vertraue dir, dass du mich fängst. Und dann kann ich zwar ein bisschen mit komischem Gefühl, ich kann springen und ich erlebe, weil ich das Vertrauen habe, das wird gut gehen. Und wenn man dieses Vertrauen da rein hat, dass Dinge gut gehen werden, das bedeutet nicht, dass ich es einfach haben werde, sondern dass ich einfach die Gewissheit habe, ich stehe das durch, egal was da kommen möge, ja? Wenn ich mit diesem Wissen losgehe, diesen Kompass habe, dann habe ich viel weniger Angst. Und dann kann man mir keine Angst machen und dann mache ich auch keine blöden Entscheidungen aus Angst heraus. Korrekt. Und da komme ich genau dann dahin, wenn ich feststelle, erzähl du mir, was du willst. Ganz am Ende ist es meine Entscheidung und ich entscheide, ob ich das will oder nicht. In Grenzen. Wir sind nicht perfekt und können über alle Schatten springen. Nein, vor allem sind wir, Entscheidung ist eine Illusion zu weiten Teilen. Das ist, also du musst dir das Gehirn nur etwas näher angucken. Ja. Wir haben eine Maschine im Kopf, die uns suggeriert, dass das alles freier Wille ist. Dass wir uns da selber entscheiden. Ich fürchte, je genauer man da hinguckt, umso frustrierender ist es und die Botschaft ist, das ist eine böse Illusion. Das ist aber nicht nur. Wir sind nicht immer frei. Das ist ganz klar eine Illusion. Aber es gibt die Momente, wo wir sehr frei sind und sehr wohlfrei entscheiden können. Das Spannende ist doch genau die Frage, inwieweit kann man es selber beeinflussen und wo muss man einfach zugeben, haben wir überhaupt keine Chance, weil wir da Opfer der Umstände sind. Aber darüber kann ich ein Bewusstsein entwickeln. Also ich kann darüber ein Bewusstsein entwickeln. Absolut. Ich kann in der Rückschau kann ich erkennen, Hattest du gesagt? Nee, ich habe vorhin gesagt, das ist genau das, was ich meine. Ja? Rückblickend kannst du dann eben feststellen. Kann ich feststellen, wann war ich nicht frei in meiner Entscheidung, wann bin ich vielleicht dem Instagram-Algorithmus irgendwie gefolgt, ja, und wann war ich wirklich frei in meiner Entscheidung. Aber alleine dieses Bewusstsein macht mich schon viel mehr zu einem selbstbestimmten Menschen, als wenn ich dieses Bewusstsein eben nicht habe. Glaubst du? Es ist eine wichtige... Ich bin ja dafür. Es ist eine wichtige Diskussion. Es ist eine wichtige Diskussion. Und wir können uns natürlich fragen, ja, was sind wir denn eigentlich? Wir sind Seele, Geist und Leib. Körper, Geist und Seele, genau. Ja. Exakt. Oder so. Über den Unterschied könnt ihr euch jetzt im Kopf einschlagen und einen Religionskrieg ausmachen. Also, wir sind Leib und Körper. Die Kirche des Leib und Körpers und die Kirche von Seele und Leib. Genau. Wir sind wesentlich mehr, als wir uns hier immer vormachen in den Studiengängen. Wisst ihr, ich habe auch mich mit Entscheidungstheorie beschäftigt im Studium und ich habe eins gelernt. Man entscheidet, wie man will und dann sucht man sich hinterher die Fakten, um zu begründen, wie man entschieden hat. Ja. Da bin ich mir sehr wohl drüber im Klaren. Aber das schließt doch überhaupt nicht aus, dass ich völlig egal, warum ich diese Begründungen jetzt hatte, frei entscheide, so frei wie es halt geht. Wir sind nicht vollkommen von allem losgelöst. Wir haben das Gepäck unserer Eltern, unserer Erziehung, unserer Umgebung und alles Mögliche bei uns. Die Muster. Alles das, natürlich. Und dennoch ist die Kernerkenntnis für mich die, ich habe einen freien Willen. Unbedingt. Und diesen freien Willen, der mag beeinflusst sein, wie er will, den habe ich und den lasse ich mir nicht nehmen. Unbedingt. Und genau das ist das, was ich einfach mitgeben möchte.
dass jeder Mensch das bitte für sich mal überlegt, ob das bei ihm auch so sein könnte. Und wenn man dieses erkennt, dann ist man frei, weil man sich frei für alles entscheiden kann. Man kann sich auch entscheiden, ich gehe jetzt hier ins Gefängnis und schließe das hier ab und ich bin frei, das zu tun oder nicht zu tun. Na, das würde ich jetzt wiederum, also so ins geistliche, ins geistige Gefängnis. Ja, ins geistige, okay, ich komme drauf zurück, wenn es dann mal soweit ist. Aber ich fürchte, das sehen die, die drin sitzen, anders. Aber du hast ja völlig recht, weil ansonsten die alte Denkfigur, Determinismus befreit ja auch von Schuld, nicht? Und das würde ja jeden in die komfortable, ganz genau, ich konnte ja nichts dafür, Adolf Hitler ist es gewesen. Natürlich nicht. Ja, du hast völlig recht. Man ist selbstverantwortlich, Lektion Nummer 1, absolut. Und man muss sich halt immer maximal anstrengen, um das Beste rauszuholen. Vollkommen klar, meine ich ja, unbedingt. Nur dann muss man eben auch sehen, oder ist meine Überzeugung, muss man halt akzeptieren, dass die Menschen limitierte Ressourcen haben, sich in dieser Weise selbst zu befreien und dass ein Großteil davon im Angesehen der Erkenntnis dieser Anblick dieser Limitation darauf zurückfällt, dann anderen die Verantwortung zu übertragen. Sag, mach du das doch bloß für mich. Ja? Ist aber eine freie Entscheidung zu sagen, entscheide du für mich. Hast du völlig recht. Formal juristisch ist in Ordnung. Du hast irgendwann mal abgegeben deine Stimme und das wird dann wild missbraucht. Ich stimme dir dann auch zu. Geld ist da der unmittelbarste Ausdruck der Machtabgabe. Absolut. Ich halte das für den härtesten Ausdruck eben als Machtinstrument. Ja. Nur die interessante Eingangsfrage ist für mich doch, oder warum tut man es? Weil doch, wenn der Anspruch ist, das irgendwie positiv zu beeinflussen, den Leuten da irgendwie rauszuhelfen, wenn sie denn meinen, sind in einer Situation hineingeraten, in der andere da über sie die Kontrolle haben, wie kommen sie da am besten raus? Diese ganz pragmatische, einfache Frage, die stelle ich mir jeden Tag. Ja. Und da muss ich schon sagen, Sandra, da ist es halt nicht so, dass ich mich da einfach zurückziehe und sage, die haben keine Macht über mich. Wenn ich das als Pilot beispielsweise mal tue, eine ganze Zeit lang, dann habe ich irgendwann ein Problem. Da holt mich die Realität ein. Ja? Und das, um das Bild zu benennen, haben wir doch momentan hier auch. Wir leben doch gerade in einer politischen, einer wirtschaftlichen Lage, in der ein großer Teil der Menschen bedroht ist von Energiekosten, die sie nicht mehr stemmen können. Die wissen nicht mehr, wo sie es herholen sollen. Die haben auch nicht den Luxus, den wir haben, dass wir relativ frei gestalten können, weil wir mobil sind in unserer Arbeit, weil wir die Möglichkeit haben, aus dem Ausland beispielsweise zu schreiben, zu arbeiten. Die sind für den Augenblick gefangen durch ihre materielle Situation und haben eben nur abstrakt die Möglichkeiten, die du da gerade beschreibst. Die haben eine unmittelbare Wirksamkeit dieser Macht, die auf sie einnimmt. Und da ist schon die Frage, wie kriegen wir sie da raus? Wie kriegen wir sie da raus? Ja. Ich glaube, das ist genau der Kernpunkt. Wenn wie sie daraus bekommt, wollen. Ja, aber eben, das ist ja, aber das wäre ja wieder die ich sag jetzt mal Opferrolle. Wie bekommt sich jeder selbst daraus, indem er nämlich erspürt, das muss er zuerst wollen. Was ist seine Aufgabe hier, beziehungsweise wo will er oder sie wirksam sein? Weil jeder hier von uns am Tisch, also ich kann es natürlich auch nur für mich sagen, hätte auch eine Alternative treffen können. Und die letzten 3 Jahre waren teilweise verdammt hart und es gab Gegenwind und es gab schlimme Situationen für mich und schlaflose Nächte und trotzdem hat es sich irgendwie gelohnt. Aber ich hätte es einfacher haben können, keine Frage. Ich habe mich aber für diesen Weg entschieden. Und ich gehe diesen Weg hier solange ich das Gefühl habe, dass es meiner Intuition entspricht. Da sind wir bei der inneren Stimme. Ja, und da sind wir beim Herzen, bei dem, was ich fühle, nicht bei dem, was ich denke. Das ist aber etwas, was über mein Leben, über die letzten Jahrzehnte halt irgendwie aus den Erfahrungen, aus den schmerzhaften Erfahrungen, vor allem auch eine Erkrankung gehabt, nicht so wild wie deine, aber dennoch auch viel daraus gelernt für mich, diesen Weg zu wählen. Aber es ist meine freie Entscheidung gewesen. Ich möchte das mal unterstreichen mit einem Erlebnis, das ich hatte in der Corona-Zeit, was mich sehr irritiert hat. Und zwar ist das Handeln der Kirchen gewesen, wo ich eben auch das Gefühl hatte, so ein Pfarrer, so ein Pastor, der kann sich entscheiden, wie er handelt. Er hat eine Wahrheit für sich, er braucht keine Angst vor irgendetwas zu haben und stellt sich dahin und bibbert vor einem Virus und stellt ein Schild auf und sagt, hier kann keiner mehr rein, der das und das nicht erfüllt. Das ist eine glatte Katastrophe, das ist ein Offenbarungseid für alles, wofür er gestanden hat. Und es gab, das ist wirklich ein absoluter Tiefpunkt in der Außenwirkung von Kirche in der Gesellschaft gewesen. Aber es hat zu dieser Zeit genauso Pastoren gegeben, die das genau anders gehandhabt haben. Die haben neue Kirchen gegründet, weil sie genau gesagt haben, ey, ich erzähle euch hier, dass ich keine Angst vor irgendwas habe und jetzt soll ich hier bibbern. Und dann sind da Gemeinden entstanden und gewachsen im genau entgegengesetzten Teil. Die gab es, diese Menschen. Jetzt kommt aber mein Punkt. Nachdem also jetzt die Christenheit dort erstmal wirklich einen Negativpunkt hingesetzt hat,
hat sie gleichzeitig eine innere Klärung bewirkt, weil all die Menschen, die nur irgendwie aus Gewohnheit dabei waren, dann im Laufe der Zeit auch verloren gegangen sind. Die vielen Kirchenaustritte sind jetzt die Quittung dafür, die sagen ganz ehrlich, Leute, wenn in der Not ihr nicht helft, dann brauche ich euch in Friedenszeiten auch nicht. Das ist sozusagen ganz konsequent. Und jetzt kommt genau die große Chance wieder, die da drin liegt. Und die große Chance ist meines Erachtens die, wir reden immer von Aufarbeitung und da müsste mal und sollte mal und könnte mal. Wenn christlicher Glaube eins kann, dann ist das genau diese Versöhnung und Vergebung und miteinander wieder zusammenkommen. Und auch in den Kirchen hat es die Risse gegeben mit all diesen Schnittpunkten, so wie wir es in der ganzen Gesellschaft haben. Und wenn Kirchen diese Aufgabe erkennen würden, wenn Christen diese Aufgabe für sich erkennen würden, im Kleinen zu zeigen, wie das funktioniert, weil man da andere Möglichkeiten hat, dann ist das eine Riesenchance, wie man das, was da vergeigt wurde, in der Corona-Zeit wieder besser machen kann. Das ist eine Option, Kirche, man kann es auch Beispiel, ohne Kirche. Ja, es genau. Funktioniert halt auch. Das können also, auch andere tun. Genau. Nur, was ich sagen will, ist, genau diese Menschen haben eine Besonderheit, die wissen, wie Vergebung und Versöhnung geht. Und das ist genau das, was so wichtig ist und nötig ist, weil einfach nur so da jetzt jemanden aburteilen, ist nur so eine kleine Lösung. Und da sind wir ja weit von weg. Aber ich ehrlicherweise für die Kirche ungern die Lanze brechen, weil die Kirche auch weiß, wie man Menschen Angst macht und das versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht von Kirche als Organisation. Ich rede davon, Christen sind genau in der Position, dies zu tun und wieder zu einen. Aber das haben wir doch alle in uns, oder? Also wir können doch alle vergeben und versöhnen. Exakt. Dazu muss ich ja irgendwie kein Christ sein. Nein, braucht man nicht. Und nur da ist es besonders geübt und Kern des Glaubens. Ja. Also es macht auch besondere Lachen. Das meine ich ernst. Da wir ja gleich noch ein Q&A Fragen und Antworten haben, würde ich gerne so langsam zum Schlusswort kommen. Aber Sandra, bitte, ich wollte es nur jetzt schon mal einleiten. Wir müssen mal rauskriegen, wer der Moderator ist. Genau. Nee, ich finde es nämlich ganz spannend, weil klar, es hat Spaltung stattgefunden, aber was ich jetzt auch gerade wahrnehme, ist, dass einfach auch Menschen, verschiedene Gruppierungen zusammenkommen, die vorher gar nicht zusammen waren. Genau. Also da spreche ich jetzt auch mal speziell den Gesundheitsbereich an, in dem ich ja zu Hause bin. Ja, also auch ich habe vor Corona auch teilweise mit einer Ärztin zusammengearbeitet und wir mussten unterschiedliche Eingänge, unterschiedliche Toiletten, unterschiedliche Zeiten nutzen und so weiter. Das wurde auch von außen so ein bisschen kreiert. Aber was jetzt passiert, ist, dass diese Bereiche alle zusammenkommen und es fühlt sich für die, sie lernen voneinander. Da gibt es auch nicht mehr dieses, ich bin Arzt und du bist Heilpraktiker, sondern da passiert was auf Augenhöhe. Einmal online, digital, wie das bei uns ist, aber es gibt eben auch Therapiehäuser, die entstehen, wo Ärzte und Heilpraktiker zusammenarbeiten, wo interdisziplinär, berufsgruppenübergreifend eben zusammengearbeitet wird, wo klar ist, okay, die Hebamme, die muss auch mit dem Osteopathen in Kontakt gehen und so weiter und so fort. Also da passieren Sachen, die wären ohne das, was passiert ist, nie so entstanden. Da, und das ist genau dieser Fokus auf dem halbvollen Glas am Ende. Ja, genau. Und ich würde, wie gesagt, gerne zum Abschluss noch Schlusswort von Roman, von Paul, von Markus. Roman, fängst du an? War das sozusagen in deinem Sinne, diese Sendung? Es war dein Thema Wirksamkeit? Jede Sendung ist in meinem Sinne, weil am Ende kommen ja verschiedene Charaktere zusammen und teilen ihre Eindrücke und ihre Meinung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Konstellation mit der anderen Person gelaufen wäre, die jetzt leider keine Zeit hatte. Aber genau, Hans-Joachim Matz ist krank, der wollte heute teilnehmen und dankenswerterweise ist Paul eingesprungen. Ganz genau, und das wollte ich nochmal bekräftigen. Also ich glaube, wir drei, vier hätten auch eine tolle Konversation gehabt, aber ich bin gerade dir, Paul, sehr dankbar, dass du immer diesen Gegenpart heute eingenommen hast. Das hat das Ganze nochmal spannend gemacht und auch die interessanten Facetten herausgearbeitet. Und ich habe festgestellt, am Ende hat man trotzdem die gleiche Überzeugung. Schwere Zeiten, Probleme erzeugen bessere Zeiten. Mhm. Ich glaube, der einzige Unterschied, den wir gerade hatten, war, dass du noch nicht siehst, dass wir auf dem Weg der Besserung sind. Aber da bin ich auch überzeugt, das kommt noch. Und wünsche mir diesen Optimismus für dich, weil das unfassbar positivere Sicht auf die Dinge gibt. Aber ansonsten muss ich mich bedanken für die tolle Moderation und die Gespräche im Allgemeinen. Und das stimmt mich alles sehr positiv zu sehen, wie viel Ausgesprochenes mittlerweile in Ordnung ist und auch uns alle aneinander wachsen lässt. Das ist wirklich toll zu sehen. Dankeschön. Paul,
Ich danke dir einfach sehr herzlich für die Einladung, lieber Jens. Und ich hoffe, dass wir uns bald dann im Nackenniveau mal wieder hören. Ja, auf jeden Fall. Und auch nochmal im Einzelgespräch. Also ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen, gerade auch beim Thema Wissenschaft und Spiritualität. Ich glaube, da gibt es doch auch einen lebendigen Austausch, den ich gerne irgendwann mal mit dir in 2024 führen würde. Es wird nicht aufhören. Du merkst, ich versuche dich dann doch vielleicht zu missionieren. Ja, das ist mir nicht entgangen, du bist nicht der Erste. Stell dir mal Peter Hane vor, du würdest dich wundern, wie hartnäckig der missioniert. Der war schon zweimal bei uns, ja. Aber vielen Dank, Paul. Ich danke dir. Danke dir. Und danke euch, Paul. Ja. Ja, ich fand diesen Satz auch so schön, jeder sieht es ein bisschen anders. Und das ist genau das, was so eine Diskussion auch braucht. Jeder sieht es ein bisschen anders. Und von daher auch vielen Dank an Markus Bönnig für das erste Mal hier bei uns. Dankeschön. Gerne. Und du darfst natürlich auch noch ein paar Worte zum Schluss sagen. Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Diskussion. Was mir wieder sehr gut gefallen hat, ist, überhaupt mal diskutieren zu können und nicht einen Menschen einfach zu canceln, irgendwie in die Ecke zu stellen, du bist jetzt verkehrt mit irgendetwas. Das ist das, was uns verloren gegangen ist an Kultur. Und genau darum finde ich dir so dankbar, dass es Fair Talk gibt. Das ist wirklich große Klasse. Diese Diskussionskultur, die muss wieder zurückkommen. Dann fällt man sich mal lebhaft ins Wort und ist in einem Dialog und dann grätscht man dazwischen. Genau dieses Miteinander und nicht dieses Vorverurteilen, wie wir das heute eigentlich nur noch erleben in Diskussionsrunden. Das ist wunderbar und das wünsche ich mir im ganz breiten Maßstab wieder. Das kann jeder von uns befeuern, einfach Diskussionen wieder zuzulassen. Und im Gespräch zu sein und dann darum zu ringen, gute Lösungen zu finden und ohne Ideologien den Menschen da irgendwas überbügeln zu wollen. Angebote zu machen und freie Entscheidungen zuzulassen. Danke, Markus. Sandra, hast du noch was auf dem Herzen? Ich möchte mich nur bedanken, bei dem Publikum natürlich. Es war schön, einfach auch mal so zwischendurch Applaus auch zu bekommen. Ne? Das fühlt sich einfach gut an. Ja, aber auch vielen Dank an dich, weil dieses Geldthema ist jetzt gerade durch dich in mein Leben gekommen und hört sich spannend an. Also ich glaube, da können wir noch das gerne vertiefen und würde ich gerne noch mehr drüber hören. Und ja, Paul, ich habe immer Respekt mit dir, auf jeden Fall an einem Tisch zu sitzen und mit dir in die Diskussion zu gehen, weil ich einfach weiß, du bist in der Konversation einfach mega stark. Und manchmal bin ich dann so ein bisschen demütig dir gegenüber. Aber das habe ich noch nie erlebt. Was ich aber spüre, ist eben auch eine absolute Offenheit bei dir. Und das mag ich super gerne und das habe ich heute auch wieder spüren können. Das ist einfach schön, mit solchen Menschen zusammen am Tisch zu sitzen. Ja, und vielen Dank auch an dich, Markus. Wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Wir sind uns auch in der Corona-Zeit über den Weg gelaufen. Es ist toll, was du immer wieder auf den Weg bringst, für tolle Lösungen erarbeitest. Und Jens natürlich, Fair Talk, ich bin ein Riesenfan. Ich habe das in meiner Instagram-Community geteilt, dass ich hier bin. Und ich habe von so vielen Menschen gehört, bitte sag dem Jens, dass ich so dankbar bin für diese Sendung, für das Fair Talk-Format. Es hat mir das Leben gerettet in Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und ich glaube, das kann man euch oder dem ganzen Fair Talk-Team nicht gar nicht oft genug sagen, wie wichtig eure Arbeit tatsächlich für die Menschen ist. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Danke. Vielen Dank. Ja, das kann ich nicht mehr kommentieren. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich sage einfach nur gute Nacht. Danke ans Publikum, ans gesamte Team und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke. Auf Augenhöhe.